Hallo Freundin, Freund der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Friends. Moin Moin! Ja Mensch, es ist... Viel zu langsam kalte Luft ein. Ja erstmal, wir beide hier, der gute Pete und ich, der Alex, wir wollen euch mal wieder ein Crowdfunding-Projekt vorstellen und ihr seht es schon, ein etwas gigantisches Ding. Also, ja. Also die Box ist schon größer, wie man sieht. Ja. Es ist auch so viel drin, wie die Box angibt. Ja, ihr werdet es auch gleich sehen. Mhm. Denn wir spielen Pampero, das neue Projekt von Ape Games. Das hat übrigens nichts mit Pampelmuse oder Ähnlichem zu tun. Pete hat mich aufgeklärt. Pampero scheint so eine arktische Windströmung zu sein. Also die viel, wenn das richtig war, genau. Also die viel Wind produziert in einer Region. In Südamerika ist es nämlich bekannt. Wir befinden uns in Uruguay und da gibt es jetzt dann den Auftrag von der Regierung, dass wir, da Uruguay keine natürlichen Ressourcen hat, Energiesicherheit zu schaffen. Und wir sind daran gehalten, natürlich Windfarmen und Solarenergien irgendwie an den Start zu bringen. Okay. Und der liebe Julian Pombo, der vielleicht auch schon mal bekannt ist, weil er was mit Vita Lacerda gemacht hat oder ähnliches. Da kommt die Boxgröße vielleicht. Ich wollte gerade sagen, Boxgröße und auch, würde ich mal schon behaupten, so Komplexitäten sind da auf jeden Fall gut. Es ist nicht, also es hat schon mal, es ist schon mal eine Stufe über, also es ist Experte, würde ich es schon nennen. Ja. Es hat viel zu tun, aber das Thema gibt es eigentlich ganz gut her. Mhm. Wir werden sehen, wir werden das auf jeden Fall anspielen. Worum geht's? Und natürlich werden wir euch auch gleich nochmal zeigen. Vielleicht hat der geneigte Illustrationsfan da draußen schon eine Vermutung. Ja, so ein bisschen dieses... Das steht auch unten drunter, glaube ich. Ja, hier, wenn ihr es sehen könnt. Ian O'Toole hat also hier Boxcover und auch, sage ich mal... Layout, ikonografische Gestaltung. Ihr werdet es gleich sehen. Die Karte, die ist da eher übersichtlich, ne? Da ist es jetzt, das ist ein bisschen Platz auch für grafische Elemente, aber ansonsten geht es ja, aber wer Julian findet, hat schon mal ein gutes Auge. Geht in erster Linie natürlich darum, dass das irgendwie spielbar ist, weil es gibt hier jede Menge kleine Icons, viele Sachen, die, wenn man die Ikonografie drauf hat, auch gut zu verstehen ist und sicherlich da weiterhilft. Aber ja, wir haben es für euch aufgebaut im Zwei-Spieler-Spiel. Das Ganze ist nämlich 1 bis 4 Spieler spielbar. Ja, es soll einen Solo-Modus geben. Oh, der liegt uns zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht vor. Ja. Das sagt nämlich auch, wir haben hier einen Prototypen bekommen. Und zwar vor dem Kickstarter, bevor er natürlich anfängt, was sich alles ändert oder ähnliches, können wir noch nicht sagen. Alleine ich habe schon 4, 5 E-Mails alleine geschrieben mit 10 Fragen, um das ein bisschen zu klären, was denn jetzt nun wirklich der Status ist. Das kann sich aber dennoch alles ändern. Ja. Das heißt also, wir spielen das Spiel jetzt erstmal so, wie die Regeln sind, zu dem Zeitpunkt, wo wir es haben. Da liegen jetzt auch wirklich einige Wochen, / Monate dazwischen, wo wir hier jetzt dieses Video aufgenommen haben und ihr es jetzt seht, quasi zu dem Zeitpunkt, wo der Crowdfunding am Start gegangen ist. Also Sachen auf dem Layout-Board haben sich vielleicht schon verändert, dass da irgendwelche anderen Icons drin sind. Vielleicht doch die ein oder andere Aufteilung, die ein oder andere Detailregel. Aber für das grobe Feeling, natürlich wie das Material zum Einsatz kommt und wie man hier spielt, die Hauptmechaniken, die werden natürlich nicht sich geändert haben. Und darum geht es jetzt, ob ihr auf sowas Bock habt. Ja, und wir springen mal ganz kurz in die Top. Wir sind relativ weit rausgegangen. Ich habe ja schon gesagt, wir spielen 2 Spieler. Was ihr jetzt hier nicht seht, hier oben in der Ecke ist nochmal für 2 Spieler. Wir können es theoretisch hier so hinlegen, damit man das sieht. Gibt es nochmal so einen Bereich, wer Startspieler ist, auf der Rückseite natürlich das Ganze für 4 Spieler optimiert. Für 3, 4 Spieler auch optimiert. Die Solo-Variante würde auch auf dieser Seite nämlich stark angespielt. Es ändert sich hier so ein bisschen die Verteilung. Ihr seht hier jede Menge Plättchen und dazu kann man schon mal festhalten, bevor Pete gleich nochmal mehr ins Detail gibt. Hier wird viel aufs Brett gelegt und auch viel in einer bestimmten Reihenfolge. Wenn ich nehme das hier mal weg, seht ihr vielleicht hier steht zum Beispiel noch so eine kleine 1 auf diesem Plättchen. Hier unten ist dann auch A1, also für die Region A1, das erste Plättchen. Das bedeutet also, dass man hier schon ein bisschen Aufbauzeit braucht, weil die nicht random, sondern wirklich nach ihren Feldern spezifisch gelegt werden müssen. Also das haben wir jetzt für euch hier schon mal vorbereitet. Hier gibt es noch so spezielle Contract
kleine Teile. Wir spielen in so einer einfacheren Variante. Da gibt es hier sozusagen etwas einfachere Plättchen für uns, die für Zwischenwertung zuständig sind. Hier dann für die Endwertung. Da gibt es natürlich auch relativ hohe Varianz, haben wir uns jetzt mal für die entschieden. So dass wir das hier schon aufgebaut haben. Und das ist natürlich heutzutage bei diesen Spielen, die in diesen Dimensionen kommen, nicht genug, weil wir haben jeder auch nochmal ein eigenes Playerboard. Ihr seht es schon auch hier in den Prototypen Double Layer. Und auch hier haben wir schon jede Menge in dieses Brett, kann man ja eher sagen, nicht ja, auf und ins Brett. Hier haben wir sozusagen eine bestimmte Leiste mit Markern. Hier haben wir schon so unsere ja, Stromtürme, unsere Hochspannungsnetzleitungen positioniert. Dann hier solche, ja, was sind das, so Umspannungswerke oder Transistoren. Die haben wir hier quasi reingepuzzelt. Und nachher kommen aufs Brett hier noch jede Menge, wenn wir das halt schaffen, von den Windkrafträdern und so eine kleinen Bulldozer, die angeben, wo wir letztendlich bauen können. Da haben wir schon Teile, habt ihr oben gesehen, platzieren können, nämlich hier oben. Aber nicht genug, ja, großes Hauptbrett, großer Spielplan. Hier jetzt von uns mal in der Detail, seht ihr, haben wir noch so ein ja, Kartenauslageboard. Genau. Und da, weil wir das kameratechnisch nicht anders lösen konnten, seht ihr auch meine Spielfarbe hier hellblau, Piet seine in lila. Haben wir sozusagen beide Spielerboards jetzt hier mal in dieser Perspektive abgebildet. Und dazu kommen wir dann auch natürlich noch im Detail. Aber hier werden Karten nachher ausgespielt. Das ist quasi der Hauptmechanismus, ein Kartenausspielaktionsmechanismus. Und die werden hier sozusagen angelegt. Und da haben wir hier noch unsere einzelnen Aktionssachen, noch so ein paar Bonusteile. Also, wie ich schon sagte, hier wird wirklich viel mit Ikonografie gearbeitet. Großer Hauptplan, die eigenen Boards und hier nebenan seht ihr nochmal eine extra Auslage. Für Bonusplättchen. Für Bonusplättchen und nochmal eine Kartenauslage. Also, genau. Ja. Wir fangen mit 8 Karten an und können natürlich noch mehr erwerben. Entweder Aktionskarten, die ihr hier so links seht, oder halt Wertungskarten, die ihr halt rechts seht, die entsprechend für den eigenen Profit noch ins Rennen geworfen werden können. Denn Siegpunkte ist Geld, Geld ist Siegpunkte. Das heißt, wir starten mit 25 ja, und einem Energiespeicher, der hier nett als so kleine Batterie dargestellt wird. Das sind keine Batterien, das sind einfach Energiespeicher, die eine Energieeinheit darstellen oder entsprechend transportiert werden. Dann was machen wir? Wir im Groben und Ganzen versuchen wir, Windräder zu bauen, die wir durch diesen Wind natürlich betreiben. Immer wenn wir ein Windrad, so in dem Fall eine Farm bauen, erzeugen wir Energie. Diese Energie können wir dann mit Hilfe unserer elektrischen Türme über das Netzwerk verteilen und Aufträge erfüllen. Und die Aufträge seht ihr hier rumliegen. Ihr seht auch immer, was das so an Energie kostet. Und wenn wir so eine Aufträge erfüllen, müssen wir natürlich entsprechend dort in der Region auch ein Umspannwerk bauen, damit wir das entsprechend erschlossen haben und machen somit mehr Einkommen oder kriegen mehr Einkommen. Somit generieren wir mehr Geld und wir versuchen das natürlich auszubreiten über die Anzahl der Runden, die ihr hier seht. Ja, wenn man also super spielen sollte, falls es funktioniert, ja, spielt man 2, 4, 6, 7, 6 Runden. Wir spielen, glaube ich, nur vier oder fünf Runden, dann ist die Sache durch. Wieso, werdet ihr sehen, weil bestimmte Aktionen diesen Marker natürlich nach vorne wandern lassen. Und da gibt es halt noch den einen oder anderen Kniff, den wir während des Spiels eher erklären. Ich kann aber mal sagen, wenn du umschaltest hier auf mein Brett, ist es ganz wichtig. Und zwar limitiert alles, was dieses Brett her hat. Also diese Sachen hier, die wir bauen müssen, möchten, sind nicht limitiert. Auch unser Energiemarker ist nicht limitiert, außer an der 14 sollten. Also mehr können wir nicht produzieren. Wenn es jemand schafft, Gratulation. Dann seid ihr, also ja, dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Dann habt ihr aber vielleicht andere Dinge vergessen. Dann könnt ihr auch langsam mal Aufträge erfüllen. Wichtig hier ist es nur, ihr seht hier diese Energietürme, also auch das Netzwerk, was wir bauen. Und je weiter wir dieses Netzwerk ausbauen, können wir entsprechend auch mehr erwirtschaften. Das heißt also Verträge, die wir, oder können wir unsere Umspannwerke, die wir haben, benutzen. Denn wenn wir nur einen gebaut haben, dann kann ich die nur in der ersten Reihe benutzen. Das ist schon Spalte, meinst du? Spalte? Ich bin wieder drauf reingefallen. Alles gut. In der ersten Spalte benutzen, wenn wir den gebaut haben, dann können wir das natürlich ausweiten. Umso weiter kann auch unser Einkommen steigen, weil unser Netzwerk und unser
Verfügbarkeit im Land in dem Fall. Er gibt auch an, wie viel Einkommen wir maximal generieren können. Das heißt also, ihr seht, diese Türme sind so ein Hauptbestandteil und sehr wichtig. Und ihr seht da auch schon Icons, welche Aufträge ich noch erfüllen darf. Wird ja auch freigegeben. Zurzeit kann ich nur Aufträge in Region A und B freischalten. Und zwar die Häuser mit Strom versorgen, die entfernte Regionen mit Strom versorgen in Uruguay oder halt Solaraufträge. Aber dafür fehlen mir noch die Aktionen, da kommen wir später zu. Das ist so das Grobe und Ganze, um zu sagen, wo ist denn das, was hier erstmal wichtig ist. Und ein weiterer Kniff sind einfach diese Multi-Use-Karten, die wir haben. Mhm. Diese Multi-Use-Karten, wir fangen alle mit den gleichen Karten an. Die kannst 8 an der Zahl. Ja, und zwar ist es halt bei uns immer so schön, ich kann die hier mal zeigen, wir können Windräder bauen, wir können natürlich Türme bauen und wir können Verträge erfüllen oder wir haben auch so ein Joker-Ding. Unsere Joker-Karte, die alles 3 kann, aber nicht so gut wie die anderen. Und je nachdem, ihr seht, je nachdem, wie ich die halt anlege, auf den Brettern, die wir hier drüben haben, wähle ich auch die Region. Ne? Also hier ist Region A, ja? Und wenn ich es halt hier unten hinlege, baue ich in Region B. Und so baue ich in Region C. Also das ist halt der Trick an der Sache. Je nachdem, wie ich das machen will, muss ich natürlich auch entsprechend mehr Geld haben und ich muss halt vor Ort sein, etc. Und das kann ich halt mit allen Karten machen und da ist so ein bisschen Planung vielleicht möglich oder man spielt einfach drauf los, weil kann ja eh nichts schief gehen. Denn zu jeglicher Zeit, wenn ich 2 Karten habe, kann ich alle meine Karten auf die Hand nehmen. Und dann gibt es halt noch 2 Sonderkarten, die ich hier nochmal zeigen möchte. Einmal einen Kredit nehmen, ja, deswegen steht ja auch Plusgeld. Und einmal, falls ich mich verfahren habe mit meinem Bulldozer, dann kann ich meine Arbeitscrew auch noch woanders hinbringen. Ich hoffe, ich werde die nicht benötigen, aber man weiß es ja nicht. Hab ein Ziel. Ja, mein erstes Ziel ist immer in diesem Spiel, wenn man das erste Mal spielt, will man ja Gewinn erwirtschaften. Und da habe ich immer gesagt, ich fange mit 25 an, wenn ich also 26 mache. Bam. Yes. Ja, alles schon richtig gemacht. Nicht bankrott gehen und am Ende mehr Geld haben wir als am Anfang. Alles richtig. Ja, dann, wie gesagt, wer am Ende der ganzen Runden und Wertungen dann das meiste Geld hat, hat gewonnen. Das ist so, ich sag mal so, der grobe Überblick über das Spiel. Ja, wenn ihr noch interessiert seid, wie man jetzt so die ersten Runden oder vielleicht schaffen wir auch das ganze Spiel durchzuspielen, dann könnt ihr noch dranbleiben. Und am Ende gibt es dann noch so ein paar Notizen, wie das Expertenspiel aussieht. Denn da ändert sich so das eine oder andere auf dem Brett. Und es gibt so ein paar Limits, aber das werdet ihr auf dem, vielleicht im Kickstarter oder in der Crowdfunding-Plattform ja auch sehen oder halt spätestens in der Anleitung. Gut, Pete, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt also einen groben Überblick kriegen können und dann würde ich sagen, starten wir auch mal. Wir haben gesagt, der gute Pete darf anfangen. Das steht hier quasi sozusagen jetzt auf der Position 1. Genau, das wird bestimmt durch, wer hier immer oben liegt, ist immer der, der als erstes oder weiter vorne ist in der Zugreihenfolge. Die wird immer am Ende eines halben Jahres sozusagen entschieden. Erste Aktion, 3 Stück haben wir in der Zahl. Ich lege hier also erstmal meine Aktionsscheibe hin, damit ich meine erste Aktion mache. Und ihr seht ja schon, ich kann hier also eine Karte spielen. Ich könnte, wenn ich 2 Karten ausliegen habe, alle meine Karten auf die Hand nehmen. Oder aber ich könnte passen und mir eine Batterie nehmen. Also wenn man nichts weiß, dann passt man einfach. Ja, genau. Ja. Vielleicht passe ich auch einfach ein bisschen. Passe ich mich einfach an. Genau, ich passe einfach immer. Und man sollte ich sage immer mal, irgendwas sollte man ja bauen. Ich fange jetzt einfach mal an, weil wir 2 davon haben, um das zu zeigen. Ich baue hier einfach mal so eine Windfarm. Mhm. Und zwar baue ich in Region A eine Windfarm, deswegen lege ich die hier oben hin. Und das kostet mich 8. Es ist wirklich, denke ich, sehr klein zu erkennen. Deswegen aber es sind jetzt also 8, 6, 5, 4, 2, 0 würde es bei A kosten. Das kostet also 8. Ich gebe also 10 Geld ab. Dazu ist zu sagen, das Geld, das ihr hier seht, ist nicht mit im Spiel enthalten. Das mussten wir uns für den Prototypen selber organisieren. In den Prototypen war kein Geld. Was für Geld jetzt mit bei ist, das wissen wir jetzt wissen wir auch zu dem nicht. Zeitpunkt nicht. Da aber ihr könnt mehr auf der Crowdfunding-Seite nachgucken. Und ich muss einen Bulldozer bestimmen, wo ich bauen möchte. Und ihr seht hier oben, ja, beide haben die Möglichkeit, es zu bauen. Ich kann jetzt also meinen eigenen benutzen oder den von Alex. Das bedeutet also, die 8 Geld zahle ich entweder an die Bank oder an Alex. Er hat sie jetzt in die Bank bezahlt. Also. Ja. Und baue also hier ein schönes Windrad.
habe jetzt also hier an dem linken Windrad gebaut. Das bedeutet, danach, legen wir mal hin, damit es besser sichtbar ist, danach muss mein Bagger auch weiterfahren und er darf ein Feld weiterfahren. Nach links oder nach rechts oder hier nach unten, wo ich halt Bock habe. Aber ich bin der Meinung, ich fahre einfach mal nach hier. Und so kann man ja aussuchen, auf welches der fünf Felder ich dann sozusagen meine Baucrew schicke. Das heißt, hier könnte man jetzt bauen. Wer Bock hat. Du möchtest also eventuell, wenn du das nächste Mal was baust, hier so einen Strommast bauen, ne? Weil das ist nicht so ein Doppelfeld, wo er sich es aussuchen kann. Hier hat er sich jetzt dann schon erstmal dafür entschieden, außer er könnte irgendwie durch die Gegend fahren da vorne. Ich darf durch die Gegend fahren. Pete hat aber noch nicht alles abgehandelt auf der Karte. Seht ihr ja, neben seinem Windkraftrad, was da ist, hat er auch noch so ein, sieht so ein bisschen aus wie so eine Zielscheibe. Sieht aus wie so eine Zielscheibe und ihr werdet sehen, diese Zielscheiben werdet ihr hier auch öfters mal sehen. Das sind nämlich so Windfarm-Bonus-Tokens, nennen sich die Sachen. Und ich kann jetzt einen auswählen aus meinem Vorrat. Ich fange also nur mit einem an. Und da habe ich die Option, ob ich eine Energie mehr kriege oder ob ich drei Geld kriege. Und ich wähle einfach meine Energie mehr, lege also den Token hier rauf und kriege dann eine extra Energie. Was bedeutet, wenn Windräder gebaut werden, habe ich gesagt, wir produzieren Energie. Wir gucken hier also auch, links steht immer, wie viel Energie das gibt. Und ich sag mal, Region A gibt einen, Region B gibt zwei, Region C gibt vier Energie. Ja, da also das Stürmische an der Küste. Sind natürlich auch teurer und so generiere ich zwei Energie und nehme also hier meinen Marker und laufe mit der 2 auf die 2. Habe ich ja zwei Energie generiert, habe bezahlt und meine erste Aktion ist fertig. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht, Peter. Hast du dir auf jeden Fall schon irgendwelche Gedanken gemacht? Nee, überhaupt nicht. Du hast aber da schon einen Windkraftrad gebaut. Ich überlege eigentlich, ob meine Strategie nicht die gleiche ist. Mache Pete alles nach. Ach so. Aber Mach mir alles nach. Ich glaube, ich werde auch so den gleichen Zug jetzt machen wie Pete und mich aber dann vielleicht in eine andere Region mal bewegen. Ja. Ein typisches Zwei-Spieler-Szenario, der eine fährt nach links, der andere fährt nach rechts. Ja. Oder ich baue da noch einen Turm. Was kostet mich denn nochmal der Turm? Der kostet dich auch 8. Also es kostet ja alles dasselbe. Kostet mich auch 8. Mhm. Oder halt, wenn du die Karte benutzt. Ja, du, lass mich, guck mal, auch wenn ich überhaupt keine Planung habe, also Pete ist da deutlich erfahrener, der hat schon ein bisschen sich damit auseinandergesetzt. Ihr seht jetzt gerade mal, wahrscheinlich Julian wird aufschreien, was tut der Typ da schon in der ersten Runde, genau. Entscheide ich mich jetzt mal doch, damit ihr das auch mal seht, was es natürlich auch noch für andere Sachen. Also ich entscheide mich jetzt hier mal für diese Karte gleich, ja, diesen sozusagen Strommasten zu bauen. Und gehe natürlich hier wieder bei uns gleiches Spiel. Ich also hier meine erste von drei Aktionen regulär sozusagen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, diese Karte ist auch wieder regionsgebunden, sieht man hier auch an diesem Symbol. Ich muss immer ganz links bauen, ne, oder anlegen diese Karten. Das heißt, ich kann mich nicht für hier oder hier entscheiden. Ich darf mich nur, das kostet null, genau, mal da darf mir quasi nur aussuchen, obere Reihe oder untere Reihe. Und da ich ja jetzt hier, ihr seht es ja auch noch in der Region A2, was bauen möchte, muss ich sozusagen mich hier oben für hier oben entscheiden. So, das bedeutet, jetzt hier bei der Karte ist es quasi so, ich kriege hier keine Energie, ne? Da ist hier so ein kleines X, nicht so wie bei Pete, ne? Bei den Windkrafträder Energie erzeugen, sondern ich muss jetzt wieder das gleiche Spiel, ich muss 8 ausgeben, entweder an die Bank, wenn ich hier meinen eigenen Bagger benutze oder für Pete. Pete hat in dieser Region gar keinen Bagger. Ich hätte aber sozusagen auch noch die Möglichkeit, Pete ist hier in Region A1, hier sozusagen zu bauen. Weißt du, wäre das viel lustiger eigentlich? Dann kriegst du halt das Geld, ne? Ja. Oder die Batterie, das kannst du ja auch sagen. Oder die Batterie, ja. Ich wollte eine Batterie machen, aber dann hast du schon 2 Batterien. Ja, habe ich 2 Batterien. Das ist doch cool. Weiß ich nicht. Aber ich mache es einfach mal, damit ihr das auch mal seht. Ich entscheide mich jetzt hier, weil es auch die A-Region ist, Pete das Geldmittel zu geben und
dann haben wir ja schon gesagt, diese Karte hat auch die Möglichkeit, nicht die 8 Geld zu bezahlen, sondern in Region A einfach eine Batterie, Region B 2, Region C 3 Batterien, wenn man das hat. Ich kenne jetzt gerade nicht so die Wertigkeit, ob eine Batterie für 8 Geld, ob das so ein gutes Substitut ist. Das ist ein guter. Also ich würde jetzt mal diese Batterie ausgeben. Da ich mich für Pete entscheide, kriegt Pete das sozusagen. Also ich kann ja so mal als Beispiel geben, hier gibt man 3 Batterien ab und kriegt das Einkommen von 2 Markern. Mhm. Also es kostet 10, um so einen Auftrag zu machen meistens. Also du kommst so auf 6, 7 vielleicht, wenn du gut bist. Deswegen ist 8 eigentlich ein super Deal. Okay. Dann muss ich jetzt hier, also mein Türmchen hier, mein Umspannturm oder was auch immer, das ist Hochspannungsmast, jetzt hier natürlich den, der am weitesten links noch nicht da ist, rausnehmen. Das bedeutet jetzt hier, dass ich so eine Energiekapazität oder Produzierenkapazität erstmal von einem habe, weil ich hier einen so ein Symbol habe. Ich kann jetzt hier auch sowas wie Industrien und so, ja, wahrscheinlich so Ferienresort-Bereiche oder sowas auch quasi Aufträge abarbeiten. Ich habe jetzt die Spalte hier unten freigeschaltet. Und hier oben bin ich eh nur bis zu diesem Bereich gerade. Das nächste Gebäude hier schaltet sozusagen Sachen frei. Ja, das nehme ich jetzt also, setze es hier oben hin. Und Pete, weil das ja sein Bagger ist, darf den jetzt auch wieder ein Feld weiter bewegen. Er könnte also nicht zurück in A2 gehen. Er könnte aber in B1 gehen, ne, weil das hier angrenzend ist. Oder es gibt hier auch noch einen Sonderfeldbereich, was sozusagen wie so ein, ja, kurz mal zwischengeparkt. Damit kann man wieder überall einsetzen. Oder man hat auch noch die Möglichkeit, hier hinten so ein Bagger auszumustern, dann kriegt man da einen Effekt und kann das nicht machen. Ja, während Pete vielleicht überlegt, wo er seinen Bagger hinsetzt. Ich will so ein Ding erbauen. Geht es, er kann natürlich auch in der gleichen Region einfach einen Spot weitergehen. Geht es jetzt natürlich noch darum, okay, jetzt habe ich ja diesen Master gebaut, aber der gibt mir ja trotzdem ja noch einen Benefit. Und zwar gibt er mir hier an, dass ich 2 solche Plättchen mir nehmen kann. Und ihr erinnert euch noch, diese Plättchen liegen hier aus und sie liegen sozusagen Region A, B und C. Mhm. Aus und ihr seht hier oben B schließt halt A mit ein und C schließt halt alle mit ein. Das seht ihr ganz leicht mit der Absetzung. Das heißt, wenn ich einen höheren wertigen Turm habe, kann ich natürlich auch was niedrigeren Regionen was nehmen. Ich muss halt nur 2 benachbarte Teile nehmen und das ist orthogonal benachbart. Also links, rechts, oben, unten. Und ich nehme mir mal diese beiden Plättchen hier unten. Diese beiden nehmen an. Ja. Die zeige ich euch gleich im Detail. Und im 2-Personen-Spiel muss jetzt noch ein Plättchen weggenommen werden. Und dieses Plättchen gibt hier einen Discount. Das gibt sozusagen, wenn man Batterien bekommt, nochmal was. Ich schmeiß mal dieses Plättchen hier weg. Vielleicht willst du das nicht noch nehmen? Hoffentlich. Ach so, du hast das ja gewonnen. Ich nehme es einfach mal weg. Also, nimmt man sich mitunter auch weg, aber natürlich auch den Gegenspielenden. Mhm. Gut, also ich habe jetzt hier diese beiden Plättchen mir genommen und die sind auch so ein bisschen korrespondierend hier in den einzelnen Bereichen, also A, auch zugeordnet. Und unterschiedliche Symbole lege ich natürlich hier hin, wo sie abgebildet sind. Wenn ich gleiche Symbole habe, muss ich die angrenzend platzieren und dann werden quasi andere Slots dafür abgedeckt und die kann ich dann nicht mehr nehmen. Was habe ich jetzt hier genommen? Immer wenn ich jetzt so eine Batterie kriege, na, Pete habe ich eben eine gegeben. Das würde auch zählen. Ne? Immer wenn ich so eine Batterie kriege, kriege ich 2 Geld und ich habe jetzt einen Discount in den Bereichen B und da muss ich mich jetzt entscheiden, hier in diesem Fall bei unserem Prototypen untere oder obere. Ich schiebe das jetzt mal nach unten. Also hier unten kriege ich jetzt einen Discount. Nachher soll es wohl ein Overlay dafür geben. Genau, das legt man dann einfach drauf. Es gibt halt auch nur für oben und unten Overlay, gibt auch nur 2 Tokens. Genau. Also all die B-Sachen, das kostet mich zum Beispiel 10, 10, 8 und 6. Das wird dann halt um 2 günstiger. Ja. Du kriegst auch weniger, wenn du jetzt da reinlegst, weil jetzt ja 8, 8, 6 ist. Und, das hat Piet richtig gesagt, ist nämlich doppelt aufgebaut, das Geben und das Nehmen sozusagen ist hier abgebildet. Aber ja, damit habt ihr jetzt quasi mal gesehen, wie es so ist, so ein Türmchen zu bauen. Ich habe so das Gefühl, dass du dir auch diese Batteriesache jetzt gleich nehmen musst, wenn du Geld für Batterien kriegst. Ah!
Wer weiß. Bist du fertig? Ich bin erstmal fertig, außer du sagst, ich habe was vergessen. Nee, aber ich glaube nicht. Nee, das war's erstmal. Ja, dann mal gehen wir weiter. Hier, ja. Zweite Aktion. Und ich will ja auch einen Turm bauen. Und bevor du mir jetzt den Turm natürlich streitig machst, baue ich den einfach mal mit. Ja, genau. Ihr seht ja, hier in der Region gibt es auch nur noch einen Bauplatz für so einen Turm, ne, wo Piet sein Bagger ja geparkt hat. Ach, schwierig. Guck mal, jetzt überlegt er schon so ein bisschen, der Piet. Ja, ich behalte die mal und benutze hier die Superkarte. Und zahle einfach mal 6, weil die habe ich ja hier noch rumliegen. Superkarte im Sinne von, die kann jetzt nicht alles, was drauf ist. Das sind halt Oder-Striche. Genau, sie kann halt, also sie jetzt ist so, ich komme aus dem Gefängnis frei, denn ich kann mir aussuchen, was ich mache. Mhm. Ich möchte gerne ein Umspannwerk bauen. Ich habe jetzt 6 bezahlt. Ich habe hier meinen eigenen Bagger, den ich hier benutze. Und Umspannwerk, in der so ein Verteilerturm. Ja, Verteilerturm. Electrical Tower heißen sie im Englischen. Im Deutschen kenne ich auch nicht so gut. Also den Fachbegriff dafür, der sei mir jetzt im Komplex. Ich wüsste den ja, den könnt ihr gerne noch einen Kommentar schreiben, wie, ich sag mal so, unwissend wir sind. Okay, das hast du da also gebaut. Genau. Jetzt darf ich meinen Bagger fahren. Bagger fahren. Und meinen Bagger fahre ich mal. Du willst ihn schon gleich ausmustern. Ich muster vielleicht meinen Bagger gleich aus. Und ihr werdet sehen, warum. Weil du dir gleich einen neuen Bagger nimmst. Weil ich mir gleich einen neuen Bagger nehme. Aber vielleicht will ich auch weiterfahren. Nichts Genaues weißt du nicht. Weiß man ja eh nie. Das stimmt. Aber 3 Energie oder 2 Batterien. Wenn du 2 Batterien nimmst, ist das auch noch Geld. Keine Ahnung. Ich musste den mal aus und nehme mal 3 Energie. Und gehe dann auf 5 drauf. Und darf jetzt noch Teile nehmen. Piet darf jetzt also auch wieder hier aus dem Bereich, natürlich auch nur aus dem A-Bereich, bei 2 Plättchen oder 2 Felder aktivieren. Ihr seht ja, jetzt ist da schon einiges frei. Ja, und eins sollte ein Bagger sein, weil ohne Bagger. Also muss ich ja immer deinen benutzen. Mhm. Auch nicht so schlimm, aber einen sollte man sich... Ja, und da hat Piet halt die Möglichkeit hier, ne, das ist quasi kein Plättchen, aber das würde er trotzdem aktivieren können. Das Ganze gibt es hier auch nochmal als Plättchen. Und ja, ja, es gibt so verschiedene schöne gibt es Sachen. Auch nochmal als Plättchen. Ja, vor allem kann man hier, wenn man eine Windfarm baut, auch noch so ein Teilchen bauen. Schöne Sachen gibt es. Und ob man wirklich richtig steht, weiß man nie. auf jeden Fall nehme ich einen Bagger. Jetzt ist die Frage, nehme ich den oder den? Die würden ja sogar aufs Brett kommen. Da wäre das aber egal, weil es ja von dem Benachbarten keins mehr gibt. Jetzt ist die Frage, will ich 2 Energie haben? Oder will ich über eine Karte oder ein Einkommen? Was gibt es denn so, was ich so machen möchte? Weil ein Einkommen ist ja schon mal ganz geil. Will man sich spezialisieren? Ich nehme einfach... Das aufgedruckte. Warte mal kurz, du nimmst. Entschuldigung, alle hier. So, jetzt. Ich nehme mir das aufgedruckte Einkommen und den Bagger hier. Okay. Und dann darf ich noch einen Teil entfernen. Und bevor das sich hier ausnimmt, ich kriege das garantiert nicht. Gleich mal weg. Also muss ich das hier hinlegen und darf noch einen Bagger platzieren? Piet hat das jetzt hier auf sein Tableau gelegt. Na, er dürfte jetzt einen Bagger bewegen, aber nur seinen Bagger, einen seiner Bagger. Und den, der gelockt ist, den darf ich natürlich nicht bewegen. Das heißt, ich setze einen neuen ein. Mhm. Ach, weißt du, wer weiß, was passiert. Ich fahre mal darüber. Piet fährt darüber, okay. Und dann hat Piet sich ja noch für das Einkommen entschieden. Da müsstest du noch mal zeigen. Ja, da kann ich jetzt natürlich einen Marker meiner Wahl, das ist hier das Einkommen, und ich darf einen Einkommensmarker um ein Feld bewegen. Und da ich, lassen Sie mich lügen, was habe ich Lust? Du bewegst ihn nur, du bekommst nicht das ich Geld. Krieg, genau, ich bewege es nur, ich bekomme nicht das Geld und ich laufe mit dem hier mal, mit der Fabrik mal ein. Damit kriege ich dann später ein Geld mehr. In diesen Zwischenwertungen, nämlich diese Plättchen hier, generieren Geld, je nachdem, wie weit man da vorne ist. Ne? Hier seht ihr so für die Häuser, für die Industrien,
Beispiel, weiß ich nicht, was das hier so Hochhauskomplex oder sowas und da die Sonnenschirmchen nach, genau, das sind, diese Bereiche. Das sind Wohngegenden, das sind Fabriken, das ist Kommerz und das ist Erholungsressource. Okay. Tourismus. Gut, Tourismus. Okay, das war also Pete, seine Aktion. Und ich könnte jetzt da noch ein Windkraft vielleicht und dann noch da. Windkraft vielleicht. Oder kann ich so ein Contract bezahlen? Das ist alles noch sehr teuer. Ich baue jetzt da mal. Du hast keine Energie für ein Contract. Ja, genau. Obwohl, du könntest ein Remote-Contract machen. Das ging aber, die brauchen ja nur Batterien. Nee, die brauchen der eine da, aber ich habe ja auch gar keine Batterien. Achso, das ist ja sehr schade. Die ist von daher. Und daher baue ich jetzt einfach auch mal so einen Windpark da oben, ne? Hier, wo mein Bagger steht, in der Region A2. Bedeutet also auch, dass ich sowieso hier nur in der Region A was bauen kann. Und das sagt jetzt, dass ich hier 6 bezahlen muss, da ich quasi meinen eigenen Bagger nehme, gebe ich jetzt mal 10 ab. Bagger. Kannst du mir 4 zurückgeben, Pete, in die Bank? 4 zurückgeben? Du willst ja dein Kleingeld haben. Und ich werde mich auch hier für das Plus Energie entscheiden. Das bedeutet, ich kriege ein Energie plus den einen an Energie, bekomme ich sozusagen hier jetzt auch zur Energie, was Pete letztendlich auch gemacht hat. Ich nehme mir hier ein Windkraftmarker, platziere den hier hin und jetzt darf ich mit meinem Bagger irgendwo hinfahren. Pete ist da drüben hingefahren und will da einen Mast bauen. Diese A3-Region und dann nur dann könnte man auch dieses Link-Feld hier haben. Ich weiß nicht, ob Pete das vielleicht haben will. Naja, ich sag mal so, Link-Contracts sind so eine Endwertung. Die sollte man vielleicht doch machen. Ist schon gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Ich fahre aber mal hier runter. Und fahre mit meinem Bagger hier zu B1, wo ich B ja vielleicht auch ein bisschen günstiger jetzt gemacht habe. Oh ja, stimmt. Ich darf natürlich nicht vergessen hier, ne, das ist ja auch meine zweite Aktion. Das macht man sehr gerne übrigens. Meine zweite Aktion. Ja, ich habe Windkraft gebaut, habe die Energie bekommen, habe natürlich auch die Kosten bezahlt, habe meinen Bagger versetzt. Das war meine zweite Aktion. Das bedeutet, Pete hat jetzt seine dritte Aktion in dieser Runde. Damit Pete es nicht vergisst, so wie ich eben. Setze ich mal seinen Marker hier. Ja, genau. Und ich mach's mal. Ich habe mich schon für was anderes entschieden. Ja, natürlich. Ich baue hier so einen Windturm. Und hätte ich, also dann hätte ich. Du meinst diesen Energietower, ja. Energietower, um mein Spannwerk ein bisschen auszubauen. Ich bin natürlich doof, weil ich habe jetzt natürlich das, was ich dachte, du nimmst es vielleicht, habe ich sicherheitshalber entfernt. So ist es halt. Ja, hättest du doch noch nehmen können, weil und ich zahle jetzt die 5 nicht. Ich zahle jetzt eine Batterie. Und baue mit meinem Bagger. Ja, an diesem Platz. Hier oben. Damit hat Pete ja jetzt auch schon, seht ihr, schon 3 Slots frei. Einer ist ja generell frei gewesen, 2 hat er schon jetzt frei gemacht. Und machen Sie sich frei. Ja, Pete, wo fährst du denn hin mit deinem? Ich fahre hier in die Region B2. Auch wenn es mich mehr kostet. Verstehe. Und kriege jetzt 2 so eine hübschen Teile. Genau, das hat der Pete auch wieder gemacht. Und du darfst jetzt in Bereich A wieder dich für Plättchen oder aufgedruckte Effekte entscheiden. Ja, das siehst du ganz richtig. Ah, die Mehrheit für so Remote Contracts ist ja vielleicht auch gar nicht so doof. Aber weißt du was? Ich weiß nicht, was. Ich nehme mal die beiden hier, die untereinander liegen. Mhm. Was machen die? Und zwar das erste ist hier so ein. Dass du in deinem Einkommenstrack. Genau, laufe ich hier oben einen nach vorne. Und ich habe mir hier den Joker genommen. Immer wenn ich Karten zurücknehme, da kommen wir gleich zu, muss ich nicht von ganz rechts zurücknehmen, sondern kann irgendeine Karte zurücknehmen. Mhm. Okay. Und das. Ist es schon. Sollte es gewesen sein, ne? Erstmal soweit. Ja, schöne Sache eigentlich.
Dann bin ich ja hier runtergefahren und ohne groß vielleicht drüber nachzudenken, baue ich auch hier mal den Mast wieder. Ihr seht schon, hier sind Doppelfelder. Hier gibt es nur einen, so einen Mast. Also ich muss noch eins entfernen. Ne? Ja, genau, entfernen das mal. Und jetzt baue ich einen Mast. Und diesen Mast, den kann ich ja nur noch bauen, auch mit dieser Karte hier. Ne? Und ihr seht schon, die hat jetzt nicht den Effekt, dass ich hier mit Batterien ausgleichen kann, die Kosten. Kann ich eh nicht, weil ich gerade keine Batterien mehr habe. Und ja, jetzt sieht er folgende Sache. In Region B baue ich ja. Jetzt könnte ich hier oben bauen in Region B, aber dafür habe ich wiederum nicht diesen Discount. Ja, oben kostet es 10, ja. Unten kostet es 8. Deswegen lege ich die Karte jetzt mal hier unten hin und schiebe sie so, dass man den Bereich B hier sieht. Muss jetzt 10 bezahlen und weil ich mich ja hier für einen quasi für den Masten entscheide, wird auch keine Energie erzeugt, die ich bekomme, ne? Sondern, ja, ich gebe also 10 minus 2, ich gebe also 8 aus. 5, 6, 7, 8. Die gebe ich mal an Piet. Ja, willst du meinen Bagger benutzen? Die gebe ich mal an Piet weiter. Nee, also an die Bank. Nee, ich benutze nicht Piet seinen Bagger, sondern ich gebe es an die Bank. Ja, und ich schmeiße nach unten, da kann es liegen bleiben. Und ja, dann nehme ich jetzt hier auch quasi mein Tower hier und platziere ihn hier hin. Und jetzt darf ich mit meinem Bagger wieder weiterfahren. Das ist so ein bisschen die Frage, ob ich dann hier in die Mitte gehe. Geht man schon mal in die Mitte? Das war 17. Das ist teuer. Ne? Ja. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Gehe ich hier hin? Ja, B ist, finde ich, günstiger. Ich gehe mal hin, ja, ich bleibe mal hier bei B. Ich bleibe da einfach. Das ist, also mit den Token ist das da zu bleiben gar nicht so schlecht. Dann habe ich ja jetzt in einer B-Region gebaut und ich darf mir zwei Plättchen aussuchen. Und die darf ich jetzt aus dem Bereich B und A. Ja? Da darf ich mir jetzt also zwei. Die müssen aber dennoch benachbart sein. Das heißt, wenn du das nimmst, kannst du maximal das nehmen. Mhm. Also kannst du das und das nehmen, die sind nicht benachbart. Mhm. Ja, und hier seht ihr generell alle Symbole, die Einkommen bringen. Plus, man kann bis zu zwei Karten zurücknehmen. Also man nimmt ja sonst immer eine zurück. Hier kann man zwei zurücknehmen. Und hier kriegt man automatisch so einen Solarvertrag, der am Ende natürlich jetzt hier auch 5 Geld ist. Möchte auch gerne mal diesen Solarvertrag. Jetzt ist nur die Frage, nehme ich darunter, was nehme ich jetzt da umgrenzend noch, wo ich das Einkommen sozusagen noch ein bisschen mehr generiere. Ich nehme, glaube ich, mal das hier unten da, diese Sachen. Und ihr seht, es werden natürlich Sachen frei, in dem Fall Karte ziehen und 5 Geld, aber... Das heißt, hier für die Sache lege ich das hier hin. Genau. Und auch hier hin. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich... Dein Einkommen für den Kommerz einen nach oben geht. Genau. Geht sozusagen hier eins. Und jetzt gibt es noch einen Solar-Contract und das fängt immer links an. Deswegen ist hier auch der Fall. Das heißt, du kannst nur den nehmen. Mhm. Den kriegst du und den musst du jetzt bei dir auf dem Board einbauen. Der erste Vertrag kann man sich aussuchen, in welchen der drei Pfeile man einsteigt. Danach ist wichtig, kann man nur angrenzend bauen. Mhm. Und zwar alle mit Verbindungen versehenen kann man umsonst benutzen. Das heißt, wenn du jetzt unten anfängst, könntest du halt einen nach rechts und einen nach oben gehen. Ich beginne mal hier. Zack. Das heißt, ich lege dieses Plättchen hier rein. Sobald ich es hier reinlege, kriege ich auch den Bonus, der da aufgedruckt ist. Gehe also hier eins nach rechts. Das zeigt dieses kleine Wohnhaus-Symbol. Genau. Und jetzt habe ich hier diesen Transformator und den wird der man... Der zeigt an, dass wir hier, dass du diesen Contract gemacht hast, das macht die Abrechnung nach der Lage. Oder es ist quasi auch für diese Contract-Plättchen, die hier liegen, die würden dann auch mit den Transformatoren ersetzt werden. Jetzt, weil es hier halt dieses Solar-Plättchen war, kommt das quasi darüber. Warum habe ich das vielleicht so ein bisschen gemacht? Das hat man ja am Anfang schon gesagt. Für die Endwertung ist es gerade in dieser Partie so, dass man ja so viele Solar-Plättchen mal 5 Geld bekommt. Und das sind natürlich Siegpunkte. Von daher könnte das eventuell interessant sein. Ja. Und das Einkommen ist auch gestiegen. Also so schlecht war das jetzt nicht. Das war hier also meine dritte Aktion. Damit haben wir jetzt, wie ihr hier seht, alle drei Aktionen gemacht. Erkennt man auch gerade bei der ersten Runde noch an den Karten. An den Karten, genau. Ja. So, was passiert jetzt? Jetzt gehen wir in die Consolidation Phase, wie es so schön heißt. Wir arbeiten hier einfach Spieler nach Spieler ab. Na, Startspiel beginnt. Meine drei Discs kommen wieder runter. Das heißt, also ich habe dann wieder drei neue Aktionen. Ich darf eine Karte zurücknehmen und ich darf jede Karte zurücknehmen
in der Hinsicht nehme ich aber trotzdem die am weitesten rechts. Das ist quasi durch Piets Bonusplättchen hier, ne? Ich könnte auch jeder andere nehmen, aber ich wollte jetzt günstiger bauen, sagen wir mal so, ne? Weil ich keine Batterien dann bauen. Das wäre schon ganz angenehm. Was möchte ich, was geht dann weiter? Der hat ja Batterien oder Energiespeicher produziert. Und damit schalten wir kurz nochmal auf unser Board. Und ihr seht hier oben, je nachdem, wie weit wir unser Netzwerk ausgebaut haben, nicht nur, dass es angeht, wie viel Geld wir maximal haben dürfen oder in welche Reihen Spalten wir unsere Verträge legen können. Nein, es gibt auch an, wie viel Batterien wir generieren können. Und zwar gehe ich von meinem Energiemarker, der hier unten ist, gehe ich halt hier nach oben, gucke dann, ob da eine Batterie drin ist. Ist sie in dem Fall. Alles, was links davon ist, kriege ich auch an Batterien mit dazu. In dem Fall generiere ich zwei Energiespeicher, die hier natürlich als Batterie dargestellt werden. Na, ihr müsst euch das alles ein bisschen größer vorstellen. Somit habe ich schon mal drei, was natürlich für später ganz praktisch ist. So, dann auf unserem Brett sieht man hier, man kriegt für alle seine Marker Einkommen. Das heißt, je mehr Einkommen ich generiere, desto besser ist es. Und ich gehe da einfach runter. Der hier generiert zwei, ansonsten generiert jeder einen. Also es ist 2, 3, 4, 5, 6 Geld kriege ich. Und dann seht ihr schon mal, wie viel Geld man so am Anfang kriegt. Großartig. Da kommt diese, ich muss mal einen Kredit aufnehmen, vielleicht dann nicht so weiter. So. Und last but not least muss mein Marker hier einen nach vorne laufen. Das tut er. Und dann wird überprüft werden, ob alle schon auf dem Scoring-Tablet sind. Das passiert aber erst, nachdem alle die Phase durch haben. Das wird auch noch geändert. Ich mache das sozusagen jetzt hier auch. Nehme meine Scheiben hier runter. Darf jetzt eine Karte wieder auf die Hand nehmen. Ich muss aber die Karte nehmen, die entweder oben weit am weitesten rechts ist oder unten. Und ich glaube fast, also da ich die nicht nehmen kann, weil eine da vorliegt, die habe ich nochmal. Gut, die ist jetzt hier mit dem Marker zwar besetzt, aber ich nehme, glaube ich, mal die Karte hier unten auf die Hand. Mhm. Ja, die nehme ich also wieder zurück. Und dann gibt es das gleiche Spiel für mich. Wir gucken, wie sieht es aus mit der Batterie, mit dem Batterieerzeugnis. Ich hätte letztendlich auch die Möglichkeit, hier bis zu 2 Batterien zu bekommen, aber ich bin mit meinem Energiemarker nur hier auf der 2 und da seht ihr schon, hier gibt es leider keine Batterie für mich, also ich hätte noch einen Schritt weiter gehen müssen. Heute habe ich leider keine Batterie für dich. Ja, genau. Das hat jetzt leider leer schon ganz gut gemacht. Und dann gibt es jetzt auch wieder Einkommen für mich. Na, ich habe hier 2 Marker auf Stufe 2, das ist bei mir hier also 4, 5, 6, weil der hier noch auf 0 steht, bekomme ich also auch 6 Geld, wie der gute Piet eben. Kannst du mir 6 Geld geben? Ja, gerne. Und dann rücke ich hier rüber und bin jetzt über Piet. Ja, jetzt wird überprüft. Also würden wir eine Wertung machen, würde die natürlich passieren. Passiert in dem Fall nicht. Aber dann wird Spielerreihenfolge angepasst. Jetzt würde geguckt werden, wer liegt erstmal im unteren Bereich, weil wenn man passt, rutscht man ja in der Zugreihenfolge einen runter. Das heißt, es werden erstmal alle unten überprüft, die dann nach vorne gehen. Das ist ja im Vierspielerspiel oder so wichtig. Und dann wird überprüft, die oben liegen. Und da wir da, wird ganz normal nach der Reihenfolge, die hier zu sehen ist, agiert. Und damit bist du Startspieler und darfst beginnen. Im Zweispielerspiel bedeutet das also, dass sehr oft das einfach wechselt. Gut. Jetzt also hier meine erste Aktion von dreien. Zwei oder mehr, zwei plus, ne? Zwei mehr. Also zwei oder mehr Karten brauchst du im Also Tableau. Mindestens drei sein. Also ich könnte sie jetzt schon aufnehmen wieder, aber Vielleicht willst du auch erstmal noch was spielen. Ich will erstmal was spielen, ja. Aber ich könnte es auch als Aktion oder halt passend für eine Batterie. Ja. Ich würde aber, glaube ich, gerne mal. Kann ich mir hier schon so, ich habe Energiekosten, ist so wenig, wa? Das kostet. Energiekosten so wenig. Wo kriegt man Energie, kriegt man ja über Windkraft bauen. Ja, so der Hauptfaktor, wo man die kriegt. Man kann sie auch kaufen, wenn man noch Karten hätte, aber die haben wir leider nicht. Oder halt über, wenn du Strommasten brauchst, kannst du hier halt auf dem Brett auch Energie nehmen. Batterie und Geld gibt es da zum Beispiel. Deswegen ist der erste Bulldozer meistens immer irgendwo in Energie, weil es ist so eine sehr gute, also ich finde es eine praktische Aktion. Vielleicht gibt es da noch andere Taktiken, aber das lässt man dann halt schauen. Und hier kannst du beides bauen. Ja. Könnte ich beides. Aber du kriegst dann 2 Energie immerhin in B.
Ja, ich mach das mal. Ich werde jetzt mal ein Windkraftwerk bauen, sozusagen hier auf dem Platz. Ich entscheide mich also für diese Karte und gehe hiermit in Region B. Zack. Ja. Das bedeutet, dass ich also hier wieder nur 8 bezahlen muss, ne, weil ich meinen Discount hier habe. 5, 6, 7 habe ich nicht. Ich möchte gerne, gib an die Bank 10 und 2 zurück. Ich habe jetzt leider keinen Bonusmarker aktuell. Ne, deswegen kriege ich da keinen Bonus. Die kriegt man auch nur zurück, wenn man die Karte zurücknimmt. Ich kriege jetzt aber hier, ich handle jetzt hier erstmal kurz die Karte ab, noch 2 Energie. Gehe mal hier auf mein Tableau, kriege also hier 3, 4 Energie. Muss natürlich hier noch so ein Windkraftteil nehmen und setze das hier hin. Und überlege jetzt mal, wo ich als nächstes mit meinem Bagger hinfahre. Ich und mein Bagger? Bleibe ich da unten in der Region? Ach, ich bleib einfach mal hier. Gut, Piet kann das ja auch bauen, aber ich gehe einfach mal da runter. Ich fahre mal da runter hin und er fährt da mal hin. Ja, das war es doch erstmal von meiner Seite aus, ne? Muss man mal festhalten. Okay, ja, dann ist Piet dran mit seiner ersten Aktion. Ja. Ich setze schon mal deine Scheibe hier hin. Das ist sehr nett, danke. Und eigentlich kommt es immer anders, als man denkt, ne? Meistens. Ja. Ich lege die mal hier hin. In Region B. Gehe ich mal so einen Turm bauen. Mit Batterien? Mit Batterien, ja. Peter hat ja 3. Baue ich die selber bei mir oder will ich mich jetzt hier ausschließen lassen? Weil ihr seht, es gibt keine Möglichkeiten mehr so richtig. Was ist nur Windkraft? Ach nee, doch, da kannst du, Entschuldigung, ja, ich lege das mal hin, da könnte Pete auch noch einen Turm bauen. Aber ich will dir keine Batterien geben, weil Batterien geben ja auch Geld. Mit den beiden Batterien baue ich einen Turm. Dann hier oben. Hier oben, genau. Und vielleicht brauche ich ja auch noch ein bisschen Energie. Vielleicht. Dann vielleicht bauen wir da mal hin. Brumm, brumm. Genau, und jetzt Turm gebaut, mit Batterien bezahlt, kriege Bagger bewegt, kriege ich noch 2 Plättchen. Und ich finde ja, 2 Karten hochnehmen auch irgendwie sexy, aber... Wir bleiben mal bei dem normalen Spiel. Ich nehme mal hier, das zeige ich jetzt mal, ich nehme mal hier 2 Energie und dieses Plättchen. Ja, das heißt also, 2 Energie, gehe ich von 5 auf 7. Und ich kriege hier dieses Plättchen mit dem Haus, gebe mein Haus einmal. Oh, mein Fleisch. Sowas machst du schon, okay. Weiß nicht, ob das ein bisschen überfrüht ist, aber ich... Mach es mal, damit man es mal gesehen hat. Ich spiele ja lila. Und in der Region, das wäre das. Ich spiele lila. Du spielst lila, genau. Du spielst lila, genau. Nicht, dass ich hier... Piet spielt lila, ich spiele hellblau. Ich werde mich jetzt mal dafür entscheiden, diese Contract-Karte hier zu nehmen. Ja. Und zwar kann ich die ja nur in Regionen quasi aktivieren, wo ich Masten habe. Und ich möchte gerne diesen... Oder jemand anders. Ich möchte diesen, ja, oder jemand anders. Kommt immer um die Kosten. Ich möchte gerne diesen Verlinkungsaufträge machen. Ich habe hier einen Mast und hier einen Mast. Das funktioniert also. Ich kann das Geld an die Bank bezahlen und nicht an Piet. Das ist ja Region A. Das ist aber gut, wenn du meinen mich nicht zahlst. Ja, und dafür lege ich die Karte jetzt hier hin in Region A. Die sagt auch wieder, dass ich keine Energie bekomme, aber ich muss Energie bezahlen und zwar nicht Energie, sondern Geld bezahlen und zwar 5. Diese 5 gehen an die Bank. Bitte sehr, Piet. Gehen an die Bank. Und dann gibt es hier jetzt noch Zusatz. Ich muss auch noch ein Ding entfernen, nicht nur den weg. Dann gibt es hier auch noch Zusatzkosten für diese Contract. Die sind jetzt hier verlinkt. Ihr seht so, die sind beide grau. Normalerweise kann man, wenn man diese Aktion macht, nur ein Contract
erfüllen. Mhm. Eine Ausnahme sind diese verlinkten Sachen hier. Da darf ich sozusagen beide machen. Aber ich muss noch diese jeweiligen Energiekosten bezahlen. Das kostet mich also 2 Energie. Das kostet mich 1 Energie. Man braucht in beiden den Turm. Ja. Weil ansonsten geht es nicht. Was ich da schon das überprüft heißt, hatte. Genau, hier kann das halt nicht machen. Außer er zahlt das Geld an mich, weil nur ich hier einen Turm habe. Zum Beispiel. Das heißt, ich gehe jetzt hier 3 zurück, ne? Ja. 1, 2, 3 bin ich noch bei 1 Energie. Energie. Kann mir diese beiden Plättchen hier nehmen. Und die werden jetzt hier wieder reingepuzzelt. Na, Pete hat es ja schon gesagt, die müssen angrenzend sein. Und die dürfen auch nur so weit gehen, bis ich, was hier freigeschaltet hatte, diesen Bereich. Na, ich darf, ja, jetzt, genau. darf jetzt hier so weit gehen. Das heißt, ich könnte die alle hier so in diese Reihe legen. Ja? Das mache ich jetzt auch einfach mal. Das heißt, ich gehe hier mal rein mit diesen Plättchen. Das bedeutet, der Bonus, der da drunter ist, den aktiviere ich auch gleich. Ich darf also hier mit diesem Remote-Zeichen 1 nach vorne gehen und das Plättchen selber geht ja in diesem Erholungssektor 1 nach vorne. Dann platziere ich das hier auf dem A1-Feld. Zack. Dann geht es hier wieder weiter. Ich platziere dieses Plättchen hier. Ich bekomme 1 Energie, weil das dort abgebildet ist. Gehe also auf 2 und darf meinen Hausmarke hier 1 nach vorne setzen. Die Hausmarke. Und das Transistorgebäudchen hier kommt sozusagen hier hin. Mhm. Ja. Und damit habe ich jetzt, wie ihr hier seht, schon so ein bisschen meine einkommensgenerierenden Sachen etwas nach vorne ausgebaut und habe jetzt halt hier auch die Möglichkeit, nach oben und nach unten zu gehen. Die geben mir aber hier gerade keine extra Boni, die Felder. Ne? Das war dann an der Stelle und ich bin gerade bei 2 Energie. Das war auch schon mein, wie du schon sagtest, Pete, ich habe angefangen, wa? Ja, du bist bei Aktion 2. Ich bin bei Aktion 2, genau. Ich muss mich nicht vergessen, diese Scheibe zu ziehen. Ja, das mache ich nämlich auch gleich, denn ich bin ja dran. Mhm. Ich habe es lange hin und her überlegt. Pete hat lange überlegt. Ja, ich hatte ein bisschen Zeit. Ja. Was man dann so alles anstellt in der in dem Eifer des Gefechts sozusagen. Mhm. Und so Verträge klingt ja eigentlich ganz gut. Und ich werde ihn einfach mal hier eintragen, weil es gibt ja gleich viel Gehalt oder Einkommen. Mhm. Und zwar zahle ich 4. An die Bank? An die Bank. Und du willst auch in einer A-Region Verträge machen? Ich möchte in einer A-Region Verträge. Ich vermute, du wirst hier irgendwas von diesen Verlinkungssachen machen. Auch, genau, oder? Und zwar die beiden. Die kosten mich 4. Dann gehe ich also auf 3 Energie zurück und kriege diese beiden Verträge und werde die hier einbauen, glaube ich. Kommen die natürlich hier rauf. Verlinkungsverträge, ganz wichtig, sind natürlich Spielziel. Und dann darf ich die hier einpuzzeln. Und ich kann die ja in jeglicher Variation machen. Lege also erstmal den hier rein, kriege dann hier mit dem Haus einen Schritt nach vorne und mit dem Ressort. Und dann läuft er hier rein, dann kriege ich also nochmal mit dem Haus ein Schrittchen und mit dem Mit dem. Und jetzt, wo ich das hier abdecke, kriege ich natürlich einen Bonus und darf mit einem der Symbole, die noch zu sehen sind auf dem Plättchen, noch ein Feld laufen. Und da muss ich mal sagen, das ist natürlich hier verlockend, weil der läuft natürlich 2 weiter. Ich kann jetzt also mit dem nach vorne laufen, einen nach vorne laufen. Also gehüpft wie gesprungen, würde ich fast sagen. Mit welchen läufst du 2? Mit dem, weil der hier nämlich Marker. Ah, weil der da so eine Verengung hat. So eine Verengung hat. Wenn der einer vorne läuft, läuft er gleich 2 nach vorne. Mhm. Wobei ich, wenn ich mit dem unteren laufe, und das hatten wir noch nicht, und deswegen mache ich das eigentlich, machen wir das einfach mal, laufe ich hier einen nach vorne. Mhm, Pete ist jetzt in diesem B-Bereich, in dieser B-Spalte angekommen. Und das seht ihr nicht ganz so gut. Ich schalte mal das kurz bei mir. Sieht man vielleicht hier oben ist noch mal so ein Plus Kartensymbol und das wiederum bezieht sich auf diese beiden Kartenarten. Genau. Also ich kann jetzt rechts mir eine Karte nehmen, die mir bei der Wertung hilft, oder links eine Karte, die mir eine neue Aktion gibt.
wie zum Beispiel Energie bekommen. Oder Batterien bekommen. Oder Batterien bekommen. Mhm. Und ich nehme einfach mal den hier. Pete könnte auch eine verdeckte Karte nehmen. Das wäre dann, wenn ich jetzt wild gewesen wäre, das wäre eine ähnliche Karte. Ihr seht, davon gibt es natürlich für jeden Möglichkeit eine. Genau, die geht jetzt also auf meine Hand. Genau, ich kann jetzt also, habe eine Option, ich kann also einen Vertrag machen, der ein Haus beinhaltet. Ich darf mir Einkommen geben. Das ist alles oder natürlich. Oder, genau, deswegen sind die Teile hier. Oder ich darf den Marker hier einen nach vorne laufen lassen, was natürlich auch eine gute Idee ist. Gucken wir mal. Damit ist Pete mit seiner zweiten Aktion dran gewesen und ich bin mit meiner dritten Aktion dran und habe gar keine Peilung. Ich habe hier noch was? 1, 2, 3. Ich habe hier noch 4 Geld liegen. Das ist ja irgendwie nix, ne? Ja, aber es gibt ja gleich Geld. 4 Geld ist nix. Ja, genau. Ich muss nur mal gucken, ob ich irgendwo was bauen. Ich könnte also im A-Bereich noch bauen. Da bin ich aber gerade nicht, weil mein Ball. Du kannst im A-Bereich irgendwas machen. Du musst ja nicht was bauen. Naja, du hast ja noch eine Vertragskarte. Ja, ich könnte auch noch Verträge machen, die mich ja aber wiederum eventuell auch Sachen kosten. Energie, ja, du hast ja noch Energie. Zwei. Ich habe noch 2 Energie, dann produziere ich nur keine Batterien mehr. Oder? Nee, die produzierst du ja eh nicht. Hm. Ja, du müsstest nur Energie kriegen, ne? Und da seht ihr schon die Krux. Energie haben, um Energie zu also in den Speicher zu produzieren oder halt Energie ausgeben für Contracts. Ist beides gut. Einkommen kriegen gibt halt mehr Geld. Alternativ kannst du auch natürlich, wenn du willst. Der Lohn ist immer noch da. Ich werde mal... Ich glaube, so ein Remote, das kostet mich da eine Energie. Ich gucke jetzt gerade mal, wo ich bin. Ne? In den A-Bereichen bin ich natürlich hier und hier vertreten. Ich könnte natürlich auch nochmal mit den Haus 2 nach vorne gehen. Dann kriege ich auch so eine Karte. Ne? Ah ja, doch, das mache ich mal. Ich gehe also hier, jetzt entscheide ich mich für die zweite Contract-Karte. Die mache ich auch wieder in der Region A. Ich muss also 4 ausgeben. Gebe also gebe mein ganzes Geld an die Bank. Ja, perfekt. Alles richtig gemacht. Ja. Und entscheide mich jetzt hier in dieser Region für diesen Contract hier. Dafür muss ich nochmal 2 Energie bezahlen. Na, du hattest ja auch einen Turm-eigenen, die habe ich sozusagen gerade auch. Und jetzt kann ich noch überlegen, möchte ich hier quasi nach oben oder nach unten gehen. Hier kann ich nicht runtergehen, weil ich habe die extra Energie nicht. Und ich gehe mal hier nach unten. Gehe sozusagen hier hin. Ja. Da gab es jetzt kein extra Icon und das lege ich hier hin. Aber ich darf natürlich nicht vergessen, hier war ja auf dem Bereich 1, 2 und damit bin ich jetzt hier auch oben angelangt sozusagen. Das ist immer das erste Mal, wenn man darauf kommt, kriegt man jetzt so eine Karte da hinten. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen Energieprobleme, / Batterieprobleme. Nehme ich jetzt die Karte erst für Batterie oder erst für Energie? Das weiß ich nicht. Batterien geben auf jeden Fall dir Geld. Ah, stimmt. Batterien geben mir Geld, ne? Ja, also die also generell ist die Karte dann etwas günstiger, sagen wir mal so. Mhm. Das ist ja die einzige Sache, die mir so einfällt. Aber wenn ich mir diese Energie nehme und viel Energie habe, produziere ich dann auch Batterien. Das ist richtig. Da muss ich aber erstmal hinkommen, sozusagen. Naja, aber du kannst ja jetzt für B 2 Energie produzieren, für 2 Geld weniger auf jeden Fall bei dir. Mhm. Aber die will ich dann nachher auch wieder. Ach, das ist die Krux. Oder Blindziehen. Nein, nein. Ach komm, ich nehme mal hier das mit den Batterien. Da sehen wir vielleicht mal wenigstens, wie ich ein bisschen Geld kriege. Und da ist er, die neue Karte, wie man Solar-Contracts schafft. Mhm. Und zwar kann man hier einen Solar-Contract machen und wenn der nur ein Symbol hat, also ein Pfeil hat, dann kostet es 3 Energie. Wenn er 2 Pfeile hat, dann kostet es 2 Batterien. Mhm. Ja, plus das Geld, was man natürlich zahlen muss. Und der nächste hätte quasi 2 Pfeile. Ja, ich habe mich jetzt also hier für diese Karte entschieden, die mir quasi diese Batterien gibt. Region A 1, B 2, Region C 3. Und die
wie Pete das bei sich eben auch schon gemacht hat, wird auf die Hand genommen. Ja, Pete, jetzt hier deine letzte Aktion. Na, guck mal, da wurde es schon raufgelegt. Ja. Hier, Pete, mach mal deine letzte Aktion, deine letzte bitte. Letzte Aktion, weißt du schon, was du machst? Ja. Ich baue ein B. Ach so. Ich kann ja sonst eine Karte wieder nehmen, das ist ja egal. Ich nehme einfach hier ein B, weil das weniger kostet. Mhm. Baue ich so ein Windrad. Für 8. Für 8. Die 8 habe ich hier auch sehr schön auslegen. Das sind 8. Ich habe keinen Bonus-Token. Sehr schade. Kriegt aber immerhin 2 Energie. Kriege 2 Energie. Lauf hier also schon mal 1, 2 nach vorne. Ihr seht schon, Pete hat es mit dem Energie... Ich gebe es einfach nicht auf. Ja, genau, das stimmt. Und fahre einfach hier rüber. Map, map. Ja. Mhm. Also hätte ich, muss ich ja vielleicht gar nicht. Map, map. Hinfahren. Egal. Ist jetzt auch erstmal für uns hier, die wir euch jetzt zeigen, wie es so geht. Fertig. Ja, damit ist die Aktion eigentlich schon durch. Mhm. Mehr ist es nicht. Damit ist die Aktion durch. Ihr seht schon, wir haben wieder alle drei Sachen. Das bedeutet, ich war diesmal der Startspieler. Fange hier sozusagen an, wieder die Sachen zu machen. Ich darf jetzt eine Karte zurücknehmen. Ich muss mich hier auch wieder entscheiden, ganz rechts. Entweder die oder die. Ich werde wahrscheinlich danach fast, glaube ich, nochmal die... ich nehme mal diese Karte hier auf die Hand. Zack. Und Batterien bei mir, na, wissen wir ja noch. Das war ja klar, dass es da nichts gibt. Bin hier bei Energie. Bei mir gibt es nichts zu holen. Da wird keine Energie irgendwie gespeichert, eingelagert. Und es gibt jetzt wieder Geld. Und aktuell bin ich hier bei 4 plus 4 sind 8, 9, 10. Kriege ich also 10. Bitte, Pete, 10 Geld. Gibt es hier mal ein bisschen kleiner? Oder? Oh, wer weiß. Okay, dann nicht. Du musst es eh tauschen, ob du es jetzt tauschst oder später. Ja, dann also hier für mich die 10 Geld. Und das ganze Spektakel überprüfen wir sozusagen bei Pete auch wieder. Das geht dann hier auch mal einen Schritt nach vorne. Ja. Und meine, stimmt, genau, meine, nicht vergessen. Na, hier ein meine Discs kommen runter. Man darf irgendeine Karte wieder aufnehmen. Ich ja, durch Pete seine diese. Sonder. Zeig dir nochmal kurz da an deine Kamera, die du hast. Genau. Ja. Diese Auftragskarte. Und dann produzieren wir Batterien. Ich produziere da 2, weil ich ja gerade noch ein Windkraftwerk gebaut habe. Ja, ja. Ja, Chef, wollte ich mir dafür Geld kriegen. Ja, ist ja gut. Dann kriege ich aber Einkommen und das ist 1, 3, 5, 7, 11. Dum, dum, oh. Ein mehr. Ei. Perfekt. Ja. Seht ihr schon mal. Ei. Und ich habe auch die falsche Karte hochgenommen. Da ist schon wieder irgendwas ist da schon wieder schiefgelaufen. Naja. Irgendwas ist schiefgelaufen. Wir ändern wieder die Spielreihenfolge, oder? Das ist ja, ich laufe jetzt auch einen nach vorne. Mhm. Und damit ist Pete wieder hier oben. Ja. Dann ändern wir das hier. Und Pete, fröhlich, wer hätte das gedacht? Kommen wir jetzt sozusagen dann nach dieser Runde in die erste Zwischenwertung. Und Pete darf... Das Problem ist, ich wollte einen Turm bauen. Weißt du, was ich nicht machen kann? Du kannst keinen Turm bauen. Ja, weil ich halt falsche Karte hochgenommen habe. Ja, aber du kannst ja jetzt mal die Aktion zeigen, alle wieder hochzunehmen. Damit wären die Sachen hier natürlich auch teuer. Der Clou ist, warum macht man das? Nicht. Könntet ihr euch ja fragen, warum macht man das nicht? Das ist natürlich hier so aufgebaut, dass die Sachen hier günstiger sind. Pete darf allerdings, wenn er hier oben jetzt eine Karte spielt, nicht hier spielen, sondern er muss den Slot, der links am meisten links, am weitesten links ist und frei ist. Also er müsste erst hier bauen, um dann da bauen zu können. Ne? Aber ja. Hier Pete, bauen, um da Pete bauen. Er kann keine Türme bauen, weil die beiden Karten hier liegen. Er baut seine, hier und da. Und seine extra Karte war quasi keine Baukarte für diese. Ich habe keine 6 Energie. Ist ja sehr schade. Pete, nimmst du Karten auf die Hand? Nee. Ich überlege gerade, wie ich eine Energie kriege. Ach so, ja. Tja, das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Vor allen Dingen, wenn alle Karten heißen, du musst nur Energie ausgeben. Siehst du? Ja, das stimmt. Ah, das hilft ja auch nicht. 1, 2. Oh, das Auto, das fehlt mir noch. Na, ja, machen wir das doch einfach. Machen wir das hier, glaube ich. Und ich zahle einfach 4 und ich muss die immer am weitesten Position links spielen. Auch wenn ich hier eine Karte habe, kann ich nicht hier hinspielen. Hm. Ich muss also hier hinspielen. Die kostet mich also 4. Da sie mich 4 kostet, kriege ich einen wieder.
möchte einen Vertrag machen. Da ich sie in A gespielt habe, kann es keiner dieser Remote-Verträge sein, sondern normale. Ich gebe aber... Ja, Pete meinte diese Region, er ist ja hier bei B, aber... Ich habe halt hier und hier ein Umspannwerk, das heißt, ich mache die beiden. Ne? Mhm. Das heißt, ich koste mich 3 Energie von 5 auf 2. Und die Option habe ich auch. Ich zeige euch das gleich mal. habe ich 2 Energie, habe ich bezahlt, muss die jetzt noch unterbringen. Ne? Die nehme ich hier schon mal aufs Brett. Und damit läuft dieses hier um einen nach vorne und der läuft um einen nach vorne. Damit läuft, weil er das hier abdeckt, die noch einen nach vorne. Und jetzt muss ich das natürlich einpuzzeln. Und ich kann das also hier unten einpuzzeln oder hier einpuzzeln. Das macht ja hier schon mal Sinn. Welchen ich da einpuzzle, ist auch vollkommen egal. Ich decke aber einmal Einkommen ab. Darf er wieder einen beliebigen Marker nach vorne schieben? Deswegen muss ich den hier nehmen, weil ich den schon nach vorne geschoben habe. Weil jetzt kriege ich hier 5. Ah ja, das ist nicht ein beliebiger, sondern den von dem Plättchen. Genau. Hm. Oder? Ist es ein beliebiger? Nee, es wäre ein beliebiger gewesen sogar. Oh ja. Kein Gleich dran. Kann natürlich alles ändern, wie gesagt, alles Prototyp. Aber ich will natürlich den, der am weitesten vorne ist. Und jetzt muss ich das noch angrenzend bauen. Jetzt die Frage, will ich es hier hinlegen oder will ich einfach 2 Energie zahlen, um hier hinzukommen, weil die Reihe ist ja schon frei. Und ich mache das einfach mal, ich zahle die 2 Energie, um das auch mal zu zeigen, weil hier sind Kosten aufgebraucht. Wenn ich also von hier nach hier oder nach hier möchte. Das ist so eine kleine Linie, diese kleine rote Linie. Dann muss ich da also extra bezahlen. Und in dem Fall gehe ich einfach hier hin. Und dafür bekommt Pete noch eine Karte. Und dafür kriege ich noch eine Karte. Ja, damit spart man halt so einen Schritt von so einem Ding. Mhm. Damit habe ich den auch. Ich kriege eine Karte und ich versuche es hier mal mit den Solarteilen, weil rum nicht. Und da haben wir die Karte, dass wir Energie verkaufen können für Geld. Was natürlich sehr praktisch ist. Ich kriege also so viel Geld, wie aufgedruckt ist. Wenn wir das also hier mal bei den Boards zeigen. Nee, bei den anderen. Ja, dann könnte ich also hier sagen, ich will 17 Geld erhalten, muss dafür aber das Region C ist 5 Energie abgeben. Ja, also wenn man irgendwie gut Energie generiert, ist gar nicht so schwierig. Ja, damit ist meine Aktion. Okay. Sehr schön, sehr schön. Dann bin ich also hier mit meiner ersten Aktion dran. Und ich werde... Ich werde mal noch was bauen, glaube ich. Und zwar hier oben in Region B. Mein Bagger steht ja hier oben in der Region B. Und ich glaube, ich baue mal ein Windkraftwerk. Dafür muss ich 8 ausgeben. Ich möchte also 2 zurück. Da hätte ich ja gerne gebaut, aber ich habe ja vergessen, mir die Karte zu bauen. Und dann gehe ich hier quasi 1-2 Energie nach vorne, nehme mir das Kraftwerk hier und setze das hin. Und jetzt die Frage, wo ich als nächstes mal hingehe. Und zwar gehe ich, glaube ich, der Bereich C ist ja da unten. Der ist auch super teuer erstmal noch. Ne? Das ist auch fies, um jetzt hier einen Vertrag zu machen, muss ich dich auf jeden Fall bezahlen. Das habe ich nicht bedacht. Geh mal hier. Scheiße, ich kann ja nicht. Du kannst von B1. Ich kann von B1 in C oder halt in diesen Sektor gehen. Dann muss ich mich erst nochmal umsetzen oder ich gehe nach da oben. Oder ich gehe da oben hin und dann muss ich mir irgendwann. Nee, verstehe. Aber ich kann natürlich... Bagger bewegen, kann ich nochmal... Kann man machen, ja. Ist aber gefühlt immer so eine... Nicht so toll, ne? Nee. Nicht so super toll. Also du willst noch nach A3, meinst du? Ja. Dich vielleicht überlegt... Aber dann gehe ich erstmal hier hin. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. A1. A1. Kein Wasser. Genau.
Ja, ich habe die Energie gekriegt. Hab das da gebaut. Mehr ist da. Der ist relativ unspektakulär. Vielleicht sogar gewesen. Der ist relativ unspektakulär. Pietiert. War der Aktion? Ja, ganz fies. Die Karte, die ich nämlich gerade gehabt habe, mache ich einfach mal. Für. Das ist halt super, aber für null. Will ich gerne einen Solarkontakt erfüllen? Ihr seht, die Karte ist nicht regiongebunden, deswegen hat sie keine Farbe. Deswegen ist es natürlich besser, wenn ich sie für null spiele, als für alles andere auf dieser Welt. Und will einen Solarkontakt erfüllen, das wäre also der hier auf dem Platz liegt. Mhm. Da der zwei Pfeile hat, muss ich zwei Batterien bezahlen. Die habe ich auch, mache ich also gerne. Oder zwei Energie speichern. Und drei Energie auch noch, oder was? Nee, wenn er nur ein hätte. Okay, statt Energie, ja. Deswegen nehme ich den jetzt einfach an mich und muss den hier einpuzzeln. Und ich puzzle den. Ich kann den jetzt nicht hier hinlegen zum Beispiel, weil da bringt er mir nichts, weil das noch nicht freigeschaltet ist. Hier kann ich aber ein Einkommen nach oben fahren. Lege ich den also hier hin und dann lege ich den dorthin. Das heißt, mein Haus geht zwei nach vorne, ich darf mir eine Karte nehmen und ich darf nach irgendeinem Marker um einen nach vorne schieben. Und das ist ja eigentlich gehüpft wie gesprungen. Das Ressort wäre vielleicht ganz interessant. Aber eigentlich ist es egal, was habe ich hier so an Symbolen. Ja, ich laufe mit dem hier nach vorne. Das ist also gleich. Und damit ist dieser Drops Uri Lutsch. Zweite Aktion. Ich leg dir hier mal eine Nummer. Wir machen das mal für die zweite Aktion, genau. Ich werde jetzt gleich. Ich habe ja jetzt nur noch zwei Geld hier, aber hier auch natürlich diesen Nuller-Slot da frei gemacht für die Sektion oder für den Bereich. Ja, deswegen mache ich das mal hier hin, dass ich hier nochmal bauen kann. Und baue quasi für null nochmal ein Windkraftwerk, was mir dann hier in der Region A nochmal eine Energie gibt. Die gehe ich jetzt von 2 auf 3. Nehme mir schon mal das Windkraftwerk, ne, und das baue ich ja quasi hier hin. Und ja, und jetzt muss ich meinen Bulldozer wieder bewegen und ich kann Region B1 gibt es nicht, A2 gibt es nicht, also ich muss jetzt hier hin. Verstehe. Aber ja, vielleicht, da habe ich mich jetzt sozusagen ein bisschen bautechnisch ein bisschen unglücklich vielleicht bewegt, aber so ist das nun mal. Und damit ist Peter auch schon wieder dran mit seiner letzten Aktion hier. Wieder noch vier Karten, die er theoretisch. Ja, egal wie ich es drehe, ist alles doof. aber den kann ich eh nicht machen. Das heißt, was mache ich? Ich nehme jetzt alle meine Karten nach oben. Also ich könnte jetzt hier was in B bauen, also einen Vertrag. Hat relativ viel Geld auch noch. Ich könnte einen Vertrag in B machen. 17 Geld, ey. Ja, aber ich habe keine Energie. Peter ist energielos. Ja, was man nie sein sollte. Und ich habe auch nur noch eine Batterie, das heißt, Verträge machen kann ich nicht. Ich habe aber nur noch Vertragskarten. Ich kann meinen Marker nicht nehmen, ich könnte 10 bezahlen, um 6 zu bekommen. Ich könnte man könnte natürlich auch ein. Aber zeig doch auch mal die Aktion, ist doch auch fein. Dann sehen wir es mal. Dann sehen wir mal, wie Pete Karten aufnimmt. Ach so, ich dachte hier, wie man Schulden aufnimmt. Ja. Nee, ich nehme einfach mal Karten auf. Das heißt, also hier die zweite Aktion, es müssen mindestens zwei Karten liegen. Check. Ja, ich nehme alle meine Karten auf. Ich kriege auch den Marker wieder. Das ist das Schöne. Die kriege ich halt alle wieder auf die Hand. Und ihr seht, natürlich werden meine Aktionen jetzt teurer. Mhm. Und Pete. Und meine Marke läuft jetzt hier schon mal ein nach vorne. Hat jetzt noch keine Auswirkung. Mhm. Aber später vielleicht schon. Gut, das heißt, ich bin dran. Ich habe auch meine dritte Aktion. Ich habe jetzt ja nur noch zwei Geld. Keine Batterie, keine irgendwie hier irgendwas. Ach, verdammt, ich habe mal vergessen, eine Karte zu nehmen. Das hätte es natürlich sein können. Mhm. Dann hätte ich mir Energie kaufen können. Naja. Ich ziehe könnte. Einfach mal. Ich könnte jetzt auch passen. Dann kriege ich eine Batterie. Macht das irgendwie Sinn? Macht das irgendwie Sinn eigentlich? Passen und eine Batterie kriegen?
passen und eine Batterie kriegen. Dann kriege ich nochmal 2 Geld. Ja, du kriegst auch nur eine Karte wieder, ne? Mhm. Ja, ja, die große Frage, was man macht. Ich krieg eine Karte wieder und das ist diese Baukarte. Und aktuell kann ich ja eh nichts bauen, weil ich muss das erstmal kriegen. Die Frage ist, hast du von jedem Symbol 1? Das wär, also alles, was hier abgebildet ist, wenn du von jedem Symbol 1 hast, ist gut. Weil dann kriegst du für alles, was existiert, Geld. Das darf man auch so nicht. Das habe ich leider nicht. Nee, kannst du noch einen Auftrag machen? Das kostet ja alles zu viel Asche. Ach so, nee, vielleicht hast du aber auch eine Auftragskarte. Na, verstehe. Nee, leider. Leider nein. Leider nein. Das muss ich ja hier auch bezahlen, alles, wenn ja. Ich da was hinlege. Nee. Du bist dann auf jeden Fall Erster, wenn du passt. Ich passe einfach mal. Ich nehme also hier diese Aktion. Das bedeutet, wenn ich passe. Seht ihr das auch mal, rückt dieser Marker runter? Ja, jetzt, wo ich dachte, ich bin endlich mal Erster. Nicht wundern, ne? Das, wie gesagt, die Felder, ja. Die nummeriert sind, sind daneben, deswegen machen wir es so. Und ich bekomme eine Batterie. Und weil ich eine Batterie bekomme, und weil ich ja diesen Sondermarker habe, das habe ich ja, das habe ich eigentlich wahrscheinlich zu schlecht hier gespielt, auch diese Marke, weil das habe ich jetzt erst einmal gemacht, aber habe ich jetzt die Batterie. Und das nichtsdestotrotz sind wir hier natürlich mit allen Aktionen wieder durch. Und das bedeutet wieder... Ich fange mal an. Genau, das ich drehe ja. Die drei hier mal nach oben. Ich darf eine Karte wieder nehmen. Es gibt keine Karte, also nehme ich auch keine Karte wieder mit auf die Hand. Hätte das gedacht. Ja, das ist der einzige Sonderfall. Ich produziere Batterien. Diesmal mache ich nicht. Weil ich keine Energie habe. Ich kriege aber Einkommen. Und ich kriege hier 1, 3, 5, 9, 15. Ihr seht schon, da ist Piet. Und Piet hat ja schon 17. Also ja, aber Piet macht alles fein. Da haltet euch mehr an die strategischen Entscheidungen von Piet. Ich muss irgendwie Energie kriegen, aber das liegt ja da, die Karte. Man muss ihn nicht kriegen. Mal festhalten. Ja, ich gehe hier natürlich auch runter. Ich nehme, muss die Karte, die ganz rechts ist, da habe ich jetzt gar keine Außermöglichkeit, weil ich habe hier unten nichts liegen. Also diese Windkraftbaukarte. Kraftwerkbaukarte nehme ich wieder zurück. Dann habe ich jetzt das erste Mal das geschafft, dass ich hier wenigstens eine Batterie bekomme. Und wenn ich eine Batterie bekomme, kriege ich auch wieder 2 Einkommen. Einkommen, das können wir gleich mal verrechnen mit meinem Gesamteinkommen. Also 4 und 4 sind 8, 9, 10 plus 2 bekomme ich also 12 Einkommen, Piet. Kannst du mir 12 geben? Ja, klar. Geben, das bitte? Ist aber auch nicht so schlecht. Ja. Zack. Batterien hast du auch gekriegt? Ja, eine, die habe ich mir da schon genommen. Ach, ich sag nochmal zu. Ja, das habe ich schon, habe ich damit schon rein gerechnet. Okay, dann habe ich das verstanden. Gut, ja, dann ist es jetzt so Start. Wir haben erstmal vergessen, weil die beiden laufen noch einen weiter. Mhm. Jeweils. Und das ist egal, ihr seht, ich bin hier einen weiter vorne, aber jetzt hat der letzte Spieler die Wertung erreicht. Es wird jetzt also gewertet. Genau, das ist normalerweise hier würde hier, Punkt, den wir hier genau, unten haben. Generell sieht man also hier, bei dem Feld ist das ein nettes Teil. Es könnte auch ein Wertungsteil liegen, ist je nachdem, wie ihr spielen wollt. In der Startvariante ist das hier das nette Teil. Und hier kriegt also jeder die Anzahl der Symbole mal das Einkommen. Das heißt, wir kriegen Anzahl der Häuser mal das Einkommen, Anzahl der Fabriken, Anzahl des Kommerzes oder der Firmen. Und Anzahl der Ressourcen. Und da geht es jetzt darum, um die Dinge, die wir hier eingepuzzelt haben, meinst du, Pete? Genau, das zählen nur die A-Contracts. Also wenn du mal kurz bei mir umschaltest. Dieses Haus hier, dieses zählt nicht, weil das ein Solar-Contract ist, der wird davon umgerührt. Aber das sind alles A-Contracts, das heißt, die zählen alle. Und das heißt, ich kriege hier 1, 2, 3 Häuser mal 6 sind 18. Mhm. Nehme ich mir mal. Das hat sich natürlich, hat natürlich gemetert, ne? Ja, wenn man es weiß, wie es geht, ist das natürlich klar. So, jetzt kriege ich, dann habe ich von jedem anderen Symbol 1. Nee, ich habe gelogen. Von jedem anderen Symbol? Du hast da einmal einen Sonnenschirm. Ich habe einmal einen Sonnenschirm, einmal einen Kommerzzug und einmal eine Fabrik. Und es wird ja alles separat gemacht. Das heißt, ich kriege von jedem einmal das Einkommen. Das heißt, ich kriege hier die 4, 5, 6, 7, 8. Nur nicht für diesen Remote da oben, was da aber auch ja nur ein. Ja, Remote kommt noch nicht. Pete, willst du mir nicht ein bisschen Geld geben? Kann ich gleich machen, aber ich habe noch was vergessen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Sachen auf diesem Brett ja auch zählen.
würden. Aber es kann A. Naja, okay. Ich vergesse ich es. Das ist jetzt nur für die Endwertung. Für die Endwertung oder für die Mehrheitenwertung. Ja, Piet meint sozusagen die Plättchen, die hier sind. Ne? Also da die. Steht ja, das ist ein Haus. Ich dachte, für das Haus kriege ich jetzt auch noch. Keine Ahnung. Ja, dann machen wir den ganzen Spaß mal bei mir. Ich habe hier 1, 2 Häuser mit A. Das zählt ja auch wieder nicht. Also 2 mal 4 sind 8. Ja. Und dann habe ich hier einmal den, den Sonnenschirm hier. Das ist also 2. Kriege ich das dann nochmal? Kriege ich also insgesamt 10. Mir nochmal 10 Geld geben und ja, das sieht dann natürlich schon, dass da Piet da an der Front auf jeden Fall gut dabei ist. Ja, wenn man weiß, worum es geht, dann versucht man natürlich. Ich würde ja an der Stelle mal sagen, dass wir jetzt, weiß nicht, ist jetzt noch irgendwas, was wir nicht gezeigt haben, was total relevant irgendwie noch ist, wo du sagst, Piet, du willst mal auf dem Herzen haben. Generell von den Basiskarten gibt es so 2 Dinge, die natürlich relevant sind. Wir können ja noch einmal noch einen Zug oder eine Runde spielen und das dann mal machen, dass ihr das mal seht. Dann würden wir jetzt noch mal hier sozusagen in der Startspielreihenfolge, es rutscht diese Scheibe hier nach vorne, ne? Genau. Auf die 1. Die rutscht auf die 1 und die andere dann auf die 2. Damit habe ich sozusagen wieder mein Startspielposition bekommen, bin also auch dran mit der ersten Sache. Und was meinst du, was wollen wir jetzt noch mal zeigen, wie ich... Kredit haben wir noch nicht gezeigt. Oder Bagger bewegen hast du noch nicht gezeigt. Genau. Ich mache mal Bagger bewegen, weil ich das sowieso auch muss gefühlt, weil mein Bagger, der steht ja hier. Und ich musste ihn ja erstmal rausbewegen, um überhaupt noch bauen zu können. Deswegen würde ich jetzt mal hier unten, das ist auch regionunabhängig. Achso, dann kostet mich das allerdings. Wenn du das oben rechts spielen, dann kostet dich das 0. Aber das kostet mich ja auch nur die Batterie zusätzlich. Ja? Das kostet jetzt quasi 10 und die Batterie. Rechts oben Batterie kostet dich das 0 und mich nur die Batterie. Außer du willst dann noch was anderes machen mit dem A. Ja, dass ich dann hier das günstiger... Also es kostet mich ja 8, weil das günstiger ist. Das wäre auch nochmal... Ah, jetzt was du da machen willst. Ja. Ich mach das mal. Ich gehe mal hier... Also du zahlst jetzt halt die 8 später, weil du jetzt ja nur hier eine Karte hinlegen kannst. Je nachdem, was du machen möchtest. Ich gebe jetzt hier also mal 0 aus, muss aber eine Batterie ausgeben, die schön erwirtschaftete Batterie. So, und jetzt kann ich hier einen Bagger 2 Regionen bewegen. Also überall hin. Oder eine Region. Und darunter ist hier noch so eine gestrichelte Linie. Da haben wir hier noch was, Piet. Das bedeutet, dass ich mit dem Marker wieder eins nach runter gehen könnte. Ne? Das könnte man auch spielen. Das ist quasi das gleiche wie hier dieses Passen, bloß dass man keine Batterie bekommt. Gut, also ich wollte ja gerne, das ist sozusagen ja hier eine Bewegung, ist überall auf dem Feld, deswegen brauche ich verfällt mehr oder weniger eine Bewegung und ich wollte ja gerne hier hingehen. Ich gehe sozusagen mal hier nach da oben. Ja, das war die Karte, Piet. Und dann deine erste Aktion. Ja, ich nehme jetzt einfach mal einen Kredit, um das mal zu zeigen, wie das funktioniert. Ich kann dies auch regionunabhängig, ich kann sie halt überall spielen. Wenn ich sie hier spiele, kriege ich halt 8. Wenn ich sie hier spiele, kriege ich 10. Und wenn ich sie hier spiele, kriege ich halt 17. Das macht man natürlich. Man spielt sie da, wo es mehr Geld gibt, am besten. Kriege ich halt 17 dazu. Jetzt muss ich mir hier auch so einen Marker nehmen, ja, so einen Investitionsmarker. Und ihr seht, am Ende des Spiels muss ich 30 zurückzahlen. Sind also 13 Interest, aber ich kann den hier in einen meiner Slots legen und ich kann ihn natürlich auch nur in die Slots legen, wo es auch schon am besten Marker gibt. Das heißt, ich könnte den jetzt direkt hier reinlegen. Ja, das heißt, da ist die Bank mit drin. Und wenn ich den irgendwo einsortiere, darf ich aus der Region noch einen Marker einmal auswählen, den ich benutze. In dem Fall benutze ich natürlich die 6. Kriege ich nochmal 6 extra. Habe also 23 bekommen und muss 30 zurückzahlen. Also 7 so ein bisschen Zinsen so von der Sache her. So, ne? Genau, aber ich habe auch einen Slot belegt, das ist halt auch ganz wichtig, weil werden die Sachen vielleicht günstiger, schneller. Günstiger machen. Genau. Ne? Und jetzt werden wir für euch das Ganze hier sozusagen vielleicht ein bisschen eher im Zeitraffer darstellen. Wir spielen jetzt hier unsere Aktion noch zu Ende. Wie gesagt, das raffen wir vielleicht ein bisschen, damit wir euch dann nochmal die Endwertung zeigen können. Also hier werden wir jetzt erstmal die Sachen nicht kommentieren, die wir machen, sondern ihr werdet nur sehen, wir bleiben hier in der Kameraposition. Das Einzige, was ihr nicht gesehen habt, ist halt dieser Foreign Contract. Das heißt, wenn ich einen Kontrakt mache, ist das wie so ein Contract auf dem Board, nur
dass ich dann halt die Batterien abgebe und entsprechend halt das Einkommen bekomme. Mhm. Das ist der einzige. Und für unseren Spielfluss jetzt gerade, weil er auch nicht in Endzielen gipfelt, diese Karten, das ist jetzt nicht unbedingt ganz so lukrativ erstmal gerade gewesen. Von daher, ja. Gut. Haben wir quasi hier mal ein bisschen vorgespult. Wir haben unsere Aktion beendet. Den Wind im Rücken. Und sind jetzt in der hier Endwertung also angekommen. Beide unsere Marker sind jetzt hier in der Endwertung. Und für unsere Endwertung werden neben den Sachen, die hier sozusagen abgebildet sind, diese beiden Plättchen, wie gesagt, die halt pro Spiel unterschiedlich aussehen können, die arbeiten wir jetzt mal ab und machen jetzt sozusagen mal so eine Endwertung für euch. Ich glaube, ich schiebe das vielleicht mal ein bisschen. Das Board ziehst du einfach ein Stück runter, genau. Dann müsst ihr das sozusagen sehen, was wir hier haben. Angefangen mit verlinkte Contracts, die habe ich mir natürlich gesichert. Ja, bei Gleichstand kriegt keiner was, weil es ja hier nur heißt, wer die Mehrheit hat. Das bedeutet, in dem Fall Peter Tieren verlinken, Contract 1, 2, 3. Siehst du, ich hätte doch noch einen verlinken Contract, aber ich hatte die Energie nicht mehr nehmen können. Aber ja, so ist es. Ja. Aber ich habe dir das Geld gegeben hier. Das war, also da alles kann fein, sich nicht alles fein, ja. Dafür kriegt Pete jetzt also 15. Gebe ich mal 35 ab. 15 Geld. Dann sehen wir hier schon pro Bagger, also Baggeranzahl mal 3. Pete hat 1, 2, 3, 4. 4 mal 3 sind 12 und ich habe 1, 2, 3. Ich habe 3 Bagger, 3 mal 3 sind 9. Ich gebe dir einen Einer, dann kannst du mir einen Zehner geben. Ja, perfekt, machen wir, ne? Gerne. Damit haben wir dieses Plättchen abgehauen. Also außer, du hast noch irgendwelche Karten, die das natürlich muss. Die Karten kommen wir gleich dazu. Also ich hätte einen, aber die würde ich da nicht spielen, glaube ich. Ich glaube, Karten kommen ja auch erst hier in dem Schritt, oder? Ja, du kannst ja, aber für Mehrheiten, falls du, also wenn du die Mehrheit damit kriegen würdest, wäre das eine valide Möglichkeit. Das ist also abgehandelt, drehen wir einfach mal um. Und jetzt kommen wir hier zu dem B-Teil. Das heißt, wer die meisten Remote Symbole hat. Und da habe ich eins auf meinem Board, nämlich. Zeigen wir mal da bei Pete, genau das da. Und ich hatte überlegt, ob ich so einen Remote Contract nehme, aber das hat mir nicht so viele Punkte mehr gebracht, weil letztendlich geht es darum, dass Pete jetzt das Einkommen bekommt, wo sein Marker ist. Also der ist auf einen. Das wäre bei mir ähnlich gewesen.
Deswegen hatte das wenig Sinn gemacht. Ja. Jetzt hier nochmal die Solar-Contracts mal 5. Hier seht ihr das ja schon. 1, 2, 1, 2. Jeder von uns bekommt also 10. Jeder hat 2 gemacht. Das ist also auch... Damit ist das Ding auch durch. Und jetzt gibt es natürlich, jetzt können wir noch Karten spielen. Und wir machen es da mal einfacher. Ich darf hier ein Marker, also ich darf einen Bagger bauen. Oder... ich darf einen Marker werten und danach umdrehen. Das machen wir natürlich mal ganz fies. Und ich werte den hier. Der bringt mir halt 8. Ja, gebe ich also 2 ab. Ja, mit diesem Umdrehen der Marker haben wir jetzt noch nicht so viel agiert. Genau, aber ich könnte jetzt nicht noch so eine Karte spielen. Hm. Weil ich die, also da müsste ich einen anderen Marker umdrehen, weil den habe ich ja schon umgedreht. Aber ich habe halt hier diese Karte. Ja, die, da werte ich einmal das Kommerzgebäude. Weil da kriege ich hier 4. Ja, gebe ich auch einen ab. Kleinvieh macht auch Mist. Und dann last but not least, die Karte, die ich noch habe, ist, je nachdem, wann ich die spiele, in der ersten, zweiten oder dritten Wertung, die wir hier abzubilden haben, ich habe es jetzt in der dritten gespielt und da kriege ich halt pro Schuldenmarker 10 Geld. Nehme ich mir mal, ist das auch günstiger. Piet hat ja einen Schuldenmarker mal genommen, den, er hätte den nicht benötigt. Der liegt da oben. Ja, den sieht ich habe den jetzt komplett ausgenutzt. Ja, auf jeden Fall. Und damit sind meine Wertungskarten alle durch. Ich habe auch 2 Wertungskarten mir nehmen können. Ich habe so das Ganze hier für diesen ja, quasi Wohnhaussektor. Ich kriege also nochmal 7 Geld. Mhm. Und dann habe ich hier noch eine Karte, die sagt, ja, da wo ich so einen Doppelcontract habe, den habe ich leider nur hier. Ja. Dann in der Spalte gehe ich hoch. Da bin ich jetzt hier bei der sozusagen Spannungsleitung. Da ist ein Wert von 3 drin. Der wird mal 2 genommen, sagt die Karte. Also 6. 7 plus 6 kriege ich also 13. Soll ich dir noch 2 geben? Ja, kann ich hätte ja 15 gegeben. Und ich hatte, war schon mal, ich habe irgendwie deinen Zusammenhang auf 14. So nett, wie ich bin. Siehst du? Aber damit sind die auch. Hast du noch Karten? Nee, keine Wertungskarten mehr an so, der Stelle. Dann gibt es jetzt die Endwertungsplättchen, die wir hier von dem Board gekauft haben, die hier auf unseren Boards liegen. Da habe ich 2 Stück von. Und zwar einmal Hochspannungsleitungstürme mal 2. Ich habe alle gebaut. Das sind 7 Stück. Das sind 14. Nicht schlecht. Das habe ich auch. Ich habe allerdings einen weniger gebaut, ne? Wieder hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich nur, das ist auch die Zahl. Kriege ich also 6 mal 2, 12. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Zuschuss, ne, wenn du mal umschaltest, ist, wenn ich mindestens einen Schuldenmarker habe, kriege ich 15. Mhm. Das habe ich in dem Fall ja geschafft. Dass ich einen Schuldenmarker habe, kriege ich 15. Ja, und ich hatte, wie gesagt, ja hier durch dieses Plättchen kriege ich 12. Dann darf ich hier noch einmal einen Marker hier werten, der ist hier bei mir bei 7, bin ich also bei 19, die ich jetzt noch von den 2 Markern gehe, ich gebe Piet wieder einen ab und dann kriege ich nochmal 20. Ja. Dann seht ihr hier als letztes, es müssen die Schulden zurückbezahlt werden. Piet hatte ja, ich habe ja hier drüben, können wir nochmal reinschauen. Genau, man sieht den leider nicht, weil der hinter das hinter so, Piet Kamera ist. Aber cool, ich lege den hier einfach mal, hier ist einer, den muss ich natürlich zurückzahlen und dann gehen 30 Siegpunkte auch wieder flöten. Ja. Und dann ist es das, was wir hier haben, letztendlich hier in diesen Stapeln. Energie, die wir hier auf unserem einzelnen Playerboard haben, wird nicht mehr irgendwie umgewandelt. Genau. Batterien, die wir hier noch haben, sind nett, dass wir die haben. Sondermarker ist auch alles irgendwie fein. Ja, was habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70, 80, 90, 95, 96, 97. Ich habe es nicht mal über 100 geschafft. 97. Piet, was hast du geschafft? 170. 170. Aber das ist, wenn man es kennt und weiß, wie es geht. Ja. Geht es halt. So, du hast ja gesagt, es ist alles wertlos. Am Ende ist es halt aber auch nur in unserem Spiel. Ja. Dann lass mich nochmal kurz, schalt nochmal aufs Brett um. Ich würde hier nochmal kurz am Kleber riechen. Ja, ich zeig mal. Ja. Was es nämlich alles sein kann. Und zwar alles, was es gibt. Zeig sie doch mit dem Daumen. Genau. Ja, da gibt es halt immer verschiedene Mehrheiten. Ihr habt euch vielleicht gefragt, wozu sind diese kleinen Punkte auf den Brettern? Das ist hier. Hier muss man die Linie bauen. Wenn man das geschafft hat, kriegt man halt 20, wenn man alle Symbole davon verbunden hat. Ja?
Wer die meisten Contracts von C hat, von B hat, wer die meisten Verträge in 3 hat, wer die meisten Doppelverträge hat, wer die meisten Türme in A gebaut hat, wer die meisten Kosten hier auf dem Brett bezahlt hat, wer die meiste Energie ausgegeben hat, um Verträge zu bezahlen, ja, und. Und es gibt natürlich in den A-Plättchen, weil es halt heißt, hier Batterien und so sind wertlos, ja, da geht's natürlich auch, ja, wer die meisten Windräder gebaut hat, wer die meisten Nicht-Solar-Verträge gebaut hat, wer die meiste Energie am Ende des Spiels noch hat, oder pro Energie kriegst du halt Punkte, und. Das ist halt hier für jede Batterie, die es am Ende noch hat, hat man nochmal 3 Geld. Da hätte ich halt, ja richtig, richtig reich, reingezogen. Ja? Und das variiert natürlich in jedem Spiel. Und das muss ich auch sagen, das ist, was sich halt in jedem Spiel durchzieht, wenn du nochmal aufs Hauptbrett schaltest, bitte. Diese Endwertungen, die es hier gibt, die sind wirklich, also es mögen nur 15 Punkte sein, aber sollte man schon drauf spielen. Egal, wie man es sagt. Und es gibt halt auch Notizen, die Teile sind zu stark oder auch nicht. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Inzwischen muss ich sagen, Einkommen ist wichtig. Wer im ersten Einkommen hat, kann das natürlich alles noch drehen. Und das ist so ein richtiges Rennen, wenn man das mal also mit 4 Leuten spielt oder auch mit 2 oder mit, also bei 3, weiß ich jetzt noch nicht, das würde jetzt noch kommen. Aber da ist der Run nach den Sachen, die man braucht, um halt hier die 15 Punkte zu machen, dann schon gegeben. Ja, wenn man sagt, hier haben die meisten Batterien ausgegeben bei Verträgen. Das ist natürlich auch noch immer so ein Punkt. Und wir haben noch die Einsteiger-Variante gespielt, weil es gibt noch die Mercury Rising, die Experten-Variante. Was ändert sich? Ich zeige euch das mal kurz. Hier mit auf dem Brett. Es ist nämlich hier noch mit bei, dass es ein zweites Brett gibt. Und ihr seht, dann ist das alles eine Runde länger. Also wir spielen A, spielen wir eine Runde und B können wir uns hier aussuchen, was wir machen. Was ihr auch machen werdet dann, ist halt, ihr nehmt halt ein B-Teil und legt es halt hier mit drauf und verdeckt halt die linke Seite. Und jetzt wird in der zweiten Wertung wird nur eine Mehrheitenwertung, wird es nur eine Mehrheitenwertung für B2 Verträge geben. Und nur einer kriegt diese 15 Geld. Ihr seht, das ganze Einkommen, was sonst dann gemacht wird oder auch hier, ja, das fällt alles weg. Das heißt, es ist alles nochmal ein bisschen. Man kann noch mehr auf die Schnauze fliegen. Ja, man hat noch weniger Geld. Mhm. Naja. Ja, das Einkommen halt noch wichtiger. Und hier gibt es halt auch nur für Türme in B. Das wäre halt eine Wahnsinns-Kombo am Ende, je nachdem, was auch hier liegt. Da könnte halt jede Menge machen. Und zu viert ist es auch so, will ich mich dann da wirklich rausdrängen lassen? Wer hat hier die Mehrheit? Da ist es vielleicht Monopol haben auch gut, weil die Leute dann einfach, dann kriegt man vielleicht nicht den Auftrag, sondern wird bezahlt. Da ist schon so ein bisschen, ich sag mal gerne, ich habe so ein bisschen wie Wasserkraft erlebt. Wenn man ja das Wasser abgräbt oder wer den Damm dann davor baut, das kommt hier schon so ein bisschen rein. Und das ist alleine, obwohl der Aufbau ja immer gleich ist, dann doch eine schöne Sache. Spannenderweise, weil du Wasserkraft auch eben angesprochen hast, vielleicht auch dieses Thema hier, Energie. So Energieerzeugung, da geht es sozusagen um Wasserkraft, weil hier irgendwie ja um Luft, Windenergie und Solarsachen, spielen die für mich gedanklich auch irgendwie in so einer gleichen Kategorie. Also sie sind auch vom Komplexitätsgrad, ich weiß nicht, Piet, kannst du das von deinen Partien noch eher einschätzen? Würdest du Wasserkraft komplexer sehen als Vampiro oder so? Ja, ähnlich. Da muss ich mehr denken, weil mit dem Rad, wann meine Ressourcen wieder rauskommen, das habe ich hier nicht. Und hier das ist so mein. Das blockiert dich bei Wasserkraft ein bisschen mehr. Mein Kopf, wo ich das denn hinbaue. Mhm. Das ist auch ein Worker-Placement-Game. Mhm. Ja, das heißt zwar, irgendjemand nimmt mir vielleicht das Feld weg. Hier nimmt mir vielleicht keiner das Feld weg, aber es baut halt irgendwie jemand drauf. Nimmt ja jemand den Contract. Dafür hat man halt dann, aber so, kannst ja gucken, kann der denn gerade bauen? Mhm. Kann der denn so einen Turm bauen? Der hat beide Karten draußen, das geht nicht. Da kann man schon ein bisschen taktieren. Also für mich würde ich festhalten, ist auch eine Frage, möchte man es dann gut spielen und auch gewinnen? Sind beide auf jeden Fall in der oberen Expertenspielliga, sowohl Wasserkraft als auch das hier. Und ich könnte mir wirklich vorstellen und müsst ihr letztendlich für euch mal entscheiden, wo ihr jetzt ja gesehen habt, was man hier so macht. Aber die Leute, die Spaß haben an Wasserkraft, können, glaube ich, auch viel Spaß mit diesem Spiel haben. Einfach, weil es in die Sache geht. Wenn ihr sozusagen hier so ein bisschen dieses
Handkartenmanagement, ne, in dem Sinne, welche Aktion spiele ich wann aus, welche wird vielleicht günstiger, wann nehme ich die Sachen wieder zurück auf die Hand, natürlich auch immer so ein bisschen beeinflusst, was passiert hier gerade auf dem Board. Du hast es schon angesagt, es ist in vielen Sachen wirklich ein Race um diese Bauplätze, um die Contracts, die sind vielleicht dann irgendwann weg, kann ich mir nicht haben, auch Plättchen, die da auf diesem Zusatzboard liegen. Und ja, ich denke auch, der große Unterschied, den Pietier sozusagen. Die Rückseite haben wir auch noch nicht gezeigt, ja, können wir gleich machen. Den Pietier jetzt wirklich ja auch schon mal angeteasert hatte, Einkommen. Ne? Ich habe mich hier einfach zu schlecht ausgebaut, auch in den einkommensgenerierenden Runden, wenn wir das bei Piet uns mal angucken. Ne? Der hat hier Marker, die liegen hier so weit vorne, sogar schon ein bisschen und dann sogar durch Plättchen, die er dann einfach nochmal in der Einkommen generieren ja. lassen können. Das habe ich aber auch noch nie geschafft, hier ja. hinzukommen. Das ist auch wieder so ein First. Es gibt immer so Ziele, die ja. ich mir stecke, ja. die dann auch irgendwie doch funktionieren. Das finde ich immer spannend, ja. Dass es da halt so verschiedene Wege gibt. Also alles... Wir dürfen festhalten, es ist auf jeden Fall kein Spiel, was man auf den Tisch bringt, wenn man mit Brettspielen Neulingen und Einsteigern sind. Das ist ganz klar. Ich denke, das sollte bei rumgekommen sein. Es braucht einige Minuten für den Aufbau. Wie gesagt, es werden viele Teile in die einzelnen Playerboards gepuzzelt. Mhm. Ihr müsst mal gucken, ob ihr das auch immer so machen möchtet. Das sieht natürlich schön aus. Es werden hier spezifisch diese Contracts müssen hingelegt werden. Also im besten Fall, wie bei jedem guten Spieleabend, hat man das vielleicht schon aufgebaut. Ja, so, eine halbe Stunde. Wenn einer die Regeln erklärt, müssen die anderen einfach mal aufbauen. Ja, aber während so der die Regeln erklärt, willst du aufbauen, um das dann noch zu kapieren? Das ist natürlich Noch eine Stufe höher, würde ich sagen. Das ist natürlich sehr gewagt. Ja. Ansonsten, wie gesagt, mit der Auswahl, wie baue ich was, was wird günstiger, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da bleibt das Spiel auf jeden Fall bisher immer frisch. Ja, und ich habe noch kein Spiel gehabt, was gleich war. Jedes Mal anders. Wir zeigen euch, wir räumen das jetzt hier sozusagen einmal gekonnt ab, nur dass ihr es mal gesehen habt. Ich sammle die Sachen dann einfach. Ja, einfach wieder rein. Das ist gleich der Component Drop. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist dann hier die Vierspieler-Seite. Und da seht ihr, da gibt es natürlich viel mehr Plätze. Ja, es gibt auch so vier Spieler ausgewiesen. Aber auch der Solar-Track ist hier natürlich ein bisschen anders, da hast du halt zwei Möglichkeiten. Hier hat man auch viel mehr Plätze, ne, für seine Bagger zum einen. Ja, das ist halt genau, das ist pro Spieler, gibt es halt ein Feld. Hier, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ich glaube, da, weil der eine oder andere hier schon gefragt hat, na hier, so sehen diese Felder denn aus. Ne? Ja, da kann man jetzt auch mal was ändern. Schau! Ja, ich bin der Pete. Das kenne ich noch gar nicht. Der Alex. Schön. Auch hierfür, danke natürlich nochmal an Caplex für diese wunderbare Matte. Geil. Caplex unterstützt ja. Da hat er das Schmankel bis zum Schluss aufgehoben. Ja. So könnte man das festhalten. Also, neben dem Schmankel, schaut mal rein bei Pampero, wenn er Bock hat, wirklich auf einen Expertenbrecher. Thematisch finde ich das insofern natürlich spannend, sich mit diesem, so ein bisschen mit dieser Region, wie Peter hat ja da aus der Anleitung auch schon einiges gesagt, wie das so gemacht ist. Wenn sich das jetzt hier so spielerisch niederlegt, würde ich sagen, ach naja, also ich merke jetzt nicht unbedingt, dass ich so ein Windkraftwerk baue. Soll ich dir noch mit so einem Föhn? Ja, also das hat eher so bisschen so dieses Netzwerken durch vielleicht diesen auf dem eigenen Puzzletableau. Da muss ich sagen, um diesen Vergleich mit Wasserkraft nochmal aufzunehmen, finde ich Wasserkraft mit diesem Anstauen und dem Wasserdurchleiten etwas thematischer. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das Thema trotzdem erfrischend ist. Es spielt sich nett. Die Sachen machen auch irgendwie logische Zusammenhänge, machen da auch irgendwie Sinn. Also das Thema erschwert es auf jeden Fall nicht. Das Spiel macht es an der einen oder anderen Stelle mit diesen Ikonografien hier schon auch zugänglich. Aber das, das ist letztendlich trotzdem für mich persönlich immer noch ein sehr abstraktes Expertenspiel, was aber ja schön aussieht. Schön, wenn ich so eine Windfarm baue, dass ich Energie kriege. Ja, ich sag mal, das ich brauche mein Netzwerk, das passt alles irgendwie. Ja, genau, aber das. Aber ich bin ja. Das auch. Hätte, ja, das, ich, wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, das macht alles, ist alles schön und gut. Mich hat es jetzt nicht immersiv so gepackt. Was muss man. Ich bin auch schon froh, dass du mitspielst. Ja, das alles. Ja, also das. Ich spiele auch gerne mal gefühlt einmal im Jahr so eine Partie Wasserkraftwerk. Es kommt dann natürlich schon an meine Grenzen. Wie gesagt, hier für mich quasi eine Einstiegspartie, sieht man auch.
Pete, der natürlich A, erfahrener ist in dieser Art von Spielen und B, natürlich da auch sich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat, damit wir hier auch ein bisschen mehr darüber reden können. Nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall dazu nochmal eine Partie spielen wollen. Also das hat mich jetzt hier nicht abgeschreckt. Ich finde wirklich diesen Kartenauswahl-Aktionsmechanismus ganz schön. Ihr müsst halt mal gucken, wie gesagt, die Karten. Ne? Wenn ihr so ein bisschen schwere Lichtverhältnisse habt und vielleicht ihr Probleme habt beim Sehen, dann, ja. Ist es vielleicht etwas klein, meinst du? Ist vielleicht ein bisschen klein, ne? Ja, aber ansonsten. Kurzsichtigkeit im Alter so ist jetzt hier das Material, was wir hatten, wie gesagt, ja noch im Prototypenstadium, so, aber schon sehr schön gemacht. Also ich denke, viele von den Holzkomponenten und auch wie so das Double Layerboard aufgebaut sein wird. Ja, auch die Prints und geht so. Geht schon in die richtige Richtung. Wird alles ein bisschen schöner aussehen, weil ihr habt ja gesehen, die sind so ein bisschen schief verklebt teilweise, aber hey. In diesem Sinne. Den Eindruck habt ihr hoffentlich erhalten. Ja. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen. Fragen immer unten rein. Wenn ihr sonst Fragen habt, seht ihr mich sonntags auf twitch.tv/meeplepeat. Mhm. Da guckt ihr mich dann auch so Sachen an, die hier gerade auf Crowdfunding laufen. Da beantworte ich auch immer sehr nette, da kann man auch sehr nette mal Fragen stellen. Da beantworte ich alles, was wir gespielt haben. Ciao.